mir nicht. So, jetzt gucken wir erstmal. Also, was wollen wir heute machen? Also, meine Idee wäre heute, eine gewisse Grundlage auf finanzieller Basis zu schaffen. Das heißt, wir müssen irgendwas rausfinden, was wir gut können. Wir haben dafür zwei Wege, die mir akut einfallen. Also, haben wir ja das Mond-Erforschungsprogramm quasi mit der Strategie kombiniert. Also, wir haben hier Explore the Moon kombiniert mit Moon Probes, was uns einen kleinen Vorschuss gegeben hat. Und Discovery, nominal zusätzlich legal, nochmal. Holmes 1, not required. Und zusätzlich nochmal 400% Funds-Bonus auf alles, was mit Milestones zu tun hat, die mit dem Moon zu tun haben. Das heißt, wir könnten so ein Pi mal Daumen unbemannten Start zum Moon probieren. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante wäre, dass wir eventuell gucken, dass wir Touristenaufträge machen. Ich glaube, dass die auch relativ lohnend sein können, wenn wir die gut machen. Wir müssen sie zum Low Orbit bringen und ich hätte genug Wissenschaftspunkte, um den so ein Teil zu kaufen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: Habt ihr noch im Kopf, wo das erste Fairing kam? In welchem Teil? Ich find's nämlich nicht. Was ich nämlich bräuchte, wäre ein Fairing, damit ich mit den Typen oder vor allen Dingen auch mit den unbemannten Teilen ein bisschen eleganter, nenne ich es jetzt mal, in den Orbit komme. Weil wir hatten in den letzten, also im ersten Stream, massive Probleme damit, die Kiste stabil zu bekommen. Und was ich mich jetzt frage ist, weil ich es eben weil ich es nicht finde, wo ist denn das verdammte Fairing? In welchem? Echt, das ist 90 oder 160, das erste Fairing? Das finde ich echt bitter, dass das so teuer ist. Aber ich finde es selbst in den 90ern nicht. Das allererste Fairing so weit oben. Heftig, heftig. In Sprechpausen ist totale Stille. Ja, das ist das deutliche Rauschen im Hintergrund ist die Klimaanlage, die mitläuft. Das wird sich heute nicht vermeiden lassen. Außer ich mache sie aus und dann beginnt es mich langsam zu kochen hier oben. Ich habe noch keinen ganz sauberen Weg gefunden, sie rauszunehmen. Also das ist normal und das Discovery, Noise nominal Gate legal, Holmes 1, macht not zu. required. Zermides, vielen lieben Dank übrigens für die 10 € Donation auf die Spendensammlung. Und vielen lieben Dank dafür. Und Tunda natürlich vielen lieben Dank für die 100 Bits. Fehlt da nicht eine Forschung dazwischen? Die kommt erst, die kriege ich erst angezeigt. Es könnte natürlich sein, dass sie hier liegt. Die kriege ich aber erst angezeigt, wenn ich den Zweig hier aufmache. Genau, aber da kommt das Rauschen her, Neo, wenn du dich fragst. Advanced Construction, das heißt, ich muss hier rein. Prinzipiell ist das nicht schlimm. Wir können hier reingehen. Weil wir bräuchten das hier so oder so für Touristen. So. Dann wäre die Überlegung, Folgendes zu tun. Wir haben eh noch diese leicht gescheiterte Mission, dass ich einmal in Polarorbit gehe, um, na, wie heißen sie? Um die ganzen EVAs zu sammeln, über den verschiedenen Biomen. Also so viele wie möglich zumindest. Und die Möglichkeit wäre noch da, zu sagen, wir kombinieren das mit Touris, dann kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld dafür, in der Hoffnung, dass die Rakete nicht zu teuer ist. Und holen uns damit die Wissenschaftspunkte, um dann noch einen Schritt weiter zu gehen, weil das könnte natürlich sein, dass hier hinter dann das Fairing erst kommt. Okay. Ich würde das jetzt mal kaufen, weil die Touris sind auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, Geld zu machen und auch der Launch. Stability Enhancer wird uns. Du würdest das Rauschen dazwischen angenehmer finden. Was wir machen können heute mal, wenn das keinen stresst, wartet mal ganz kurz. Ich mache das mal folgendermaßen. Ich nehme einfach das Noise Gate und die Rauschunterdrückung mal raus. Jetzt müsste er offen bleiben. Eigentlich. So, jetzt sollten wir
ein gleichmäßiges Rauschen drauf haben, damit euch das nicht so verwirrt. So, Research. Ja, ich nehme die jetzt mal mit rein. 2600, das ist nicht so teuer. Weil dann könnten wir probieren, das mache ich. Ich hoffe auch, wenn wir so eine Stunde, zwei Stunden gespielt haben, dass ich dann die Klima ausmachen kann. Dann geht die Sonne langsam runter. Jetzt im Moment ist einfach das Problem, dass die Sonne noch voll aufs Dach drauf prallt. Also dann lassen wir es jetzt einfach so. Okay, mein Vorschlag wäre jetzt Folgendes zu tun. Wir nehmen diese Mission hier an und bauen uns ein Touristenmobil, mit dem wir in einen Polarorbit fliegen. Stunde lang, 75 Kilometer, alles cool. Ich würde sagen, damit können wir die Kosten halt ausgleichen. Und danach, weil ich brauche dieses Fairing, also ich würde total gerne, ich würde total gerne diesen Moon-Vorbeiflug machen, weil ich traue mir den zu, so Pi mal Daumen zu fliegen, ohne die ganzen, wie viel Grad hast du mit der Anlage unterm Dach? Also ich krieg's auf ungefähr 24 Grad gedrückt jetzt hier tatsächlich in der prallen Sonne unterm Dach heute. Also hier hat den ganzen Tag heute die Sonne geschienen. Ich habe der Anlage jetzt eine halbe Stunde Vorlauf gegeben. Ich krieg's so auf 23, 24 Grad. Ich denke, wenn ich es drauf anlege, geht es bestimmt auch noch kühler. Mache ich aber nicht, weil es einfach unnötig Energieverschwendung ist, weil in dem Temperaturbereich, finde ich, ist es voll auszuhalten und dann muss ich nicht ganz so Vollgas geben. Genau. Dafür brauche ich aber das Fairing, weil das Problem ist, das hatten wir beim letzten Start mit der Kugel vorne drauf, das ist halt null aerodynamisch. Mir flippt das Teil nur rum und dadurch verschwende ich den Sprit, den ich brauche, um am Moon vorbeizufliegen. Und mit der Moon-Strategie mit 400% Bonus obendrauf müssten die ganzen Achievements, am Moon vorbeizufliegen und wieder wegzufliegen, das müsste ganz gut Kohle geben. Also da bin ich ganz zuversichtlich und die Touris sollten eigentlich auch ein ganz guter Weg sein, Kohle zu machen. Also ich würde den jetzt mal annehmen. Miran, bisher stiller Zugucker. Nun habe ich mich entschlossen, mal ein bisschen zu chatten. Herzlich willkommen, kann ich dazu nur sagen. Ganz herzlich willkommen. So. Und schönen guten Abend, Kalimi. Wir nehmen die jetzt an. Punkt. So, und dann müssen wir uns das überlegen, wie wir die geflogen bekommen. Aber ich glaube, das funktioniert. Das kriegen wir hin. Wie bauen wir das denn? Wir bauen das auf jeden Fall mit einer ganz normalen Kapsel, weil wir da einfach aerodynamisch bisher am besten mit stehen. Wir nehmen so Low-Tech Touri. Wir machen das. Wir machen mal ein bisschen konsistenteres Benamen. Also ab jetzt benenne ich die dann erstmal Tourist. Low Carbon Orbit. Also eine Touristenkapsel, die zwei Kerbals Low Carbon Orbit bringt. Und Mimir, vielen Dank für 22 Monate am Stück. Dankeschön. Und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ich hoffe, es macht immer noch so viel Spaß wie am Anfang. Wo ist Mikomarie heute eigentlich? Ich hoffe, sie genießt irgendwo das Wetter. Ich war heute übrigens auch an der Ostsee. Ich kann das immer nur empfehlen, gutes Wetter auch durchaus mal zu benutzen, um eure vier Wände zu verlassen. Oder konsequent zu sein und euch eine kühle Ecke zu suchen und tatsächlich alle Fenster zu schließen. So, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, das hier wird nicht reichen. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind ein bisschen mehr Fallschirme. Sonst kriegen wir ein ganz großes Problem. Touristen habe ich nie gemacht. Bin gespannt. Bekomme auch gerade wieder Bock auf Caspi. Ja, Touristen ist halt immer ein gewisses Risiko. Das kann auch richtig hart in die Hose gehen. Wenn die Touris nämlich sterben. Ach, instant ein finanzielles Problem. Und zwar ein richtiges. Das gibt nämlich eine Strafzahlung vor dem Herrn. Und einen Reputationsverlust jenseits von Gut und Böse. Deshalb sind die ein bisschen schwierig. So, wir nehmen jetzt hier an die Touris eine ganz klassische Upper Stage. Das Einzige, was ich jetzt mache,
mit dieser Upper Stage. Ich glaube, ich werde ein bisschen vergrößern, weil wir müssen auch mehr Gewicht schieben. Das heißt, es schadet nicht, hier ein bisschen mehr... Ja, machen wir so. Hier ein bisschen mehr Druck hinterzulegen, beziehungsweise ein bisschen mehr Delta V ranzupacken. Ich glaube, so gefällt es mir am besten, ehrlich gesagt. Zack. Überleg gerade, mir Surviving Mars zu holen. Surviving Mars ist echt cool gewesen, Major. Also, da hat sich auch einiges getan. Ich müsste das eigentlich auch mal wieder spielen. Mittlerweile kann man die Kuppeln wohl auch mit Tunneln verbinden und alles solche Sachen. Also, ich fand es echt cool. Und Paradox hat halt so schöne Spiele, wo der Einstieg, finde ich, immer sehr gediegen ist. Man kommt gut rein in das Spiel. Und dann geht halt hinten raus die Schwierigkeitskurve erst hoch. Sodass auch wirklich eine Herausforderung entsteht. Also, ich fand es schön. Ich kann es nur empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man es mal im Sale kriegt. Auf jeden Fall ein Spiel, wo man meiner Meinung nach keinen Fehler macht, wenn man so ein bisschen Raumschiff-Scheiß und Aufbauspiel mag. Top. Top-Spiel, wirklich. Stimmt, das hatte ich auch gesehen. Ne? Man kann jetzt so DLC-mäßig, glaube ich, ne, den Mars begrünen. Mhm. So, jetzt haben wir hier schon mal im Vakuum knappe 2000 Delta V. Das ist doch schon mal eine Maßnahme. Jetzt müssen wir das nur noch in den Orbit bekommen, ohne uns dabei zu verletzen. Und wir müssen noch eine Sache nachgucken. Wir brauchen Battery Life von ungefähr einer Stunde. Dafür brauchen wir gleich noch Teile nachher. Also Parts Limit dürfen wir nicht übertreiben. Als allererstes heißt es jetzt aber erstmal, dass wir... die Rakete selbst bauen. So. Das wird unsere First Stage. Ich denke, wir werden hier mit dem Swivel arbeiten, damit wir ein bisschen Kontrolle haben. Die Frage ist, was wir jetzt machen. Das kommt gleich dran. Was wir jetzt machen mit dem Part hier. Also, wir haben ein 1,05er Trust Weight Ratio. Das ist prinzipiell okay, aber das könnte ein bisschen höher sein. Gewichtsmäßig sind wir bald am Limit. Parts haben wir noch ganz gut. Was wiegt ein kleiner Booster? 3 Tonnen, das ist schon fast zu viel. 1,5 Tonnen. Ich will gerade sie ein bisschen zu kürzen. Hier können wir uns nämlich das Gewicht holen, was wir bräuchten. So, dann sind wir bei 1,22. Das ist prinzipiell schon mal besser. Wir haben ein bisschen mehr Luft, was das Gewicht angeht. Genau genommen 4 Tonnen. Wie komme ich denn auf 2? So. Ba-ba-ba-ba. Wir wollen diesmal Richtung... Richtung Polarorbit kippen. Das heißt, ich würde die Booster so anbringen, dass wir keinen Roll durchführen müssen. So. Und dann nehmen wir ruhig die großen Booster, aber limitieren ein bisschen den Treibstoffvorrat, der drin ist. So, wir sind jetzt ganz gut drüber. Das muss aber gar nicht sein. Zack. So, haben wir noch ein paar Kilo Platz. Teile reichen auch noch aus. Brauchen wir die zwingend? Ich will sie halt auch nicht zu groß machen. Weil eigentlich zu viel Drag ist auch nicht gut. Guck mal, ob wir mit den Teilen klarkommen. So. Autostruts schon mal an, dass das passt. Autostrutten hier durch auf das Root-Part. So. Haben wir das? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, sich den mal zu kaufen, weil der schadet nicht. Den werden wir noch so oft in unserer Karriere brauchen. Am Anfang ist jetzt halt irgendwie gefühlt alles teuer. Aber... Zack. Oh, das bringt uns übers Gewichtslimit drüber.
Dann müssen wir die hier noch ein bisschen beschränken. So. Genau, wir brauchen nämlich noch Batterien. Wir müssen hier mal gucken, wenn wir das nachher zusammenzünden. Dadurch kriegen wir ja auch eine gute Burntime aus den Dingern raus. Was bleibt dann hier noch übrig? 141, ja, das ist nicht ein zu großer Absacker. Also wir starten ganz gut und dann... Bis dahin haben wir auch ein bisschen mehr Schub, weil wir mehr Höhe gewonnen haben. Oder Höhe gewonnen haben sollten. Wenn nicht, haben wir ein ganz anderes Problem. So. Zack, zack, zack. Das vom Staging her noch ordentlich basteln. So, und jetzt brauchen wir noch Strom. Wir müssen auf eine Stunde Strom kommen, denn die Typen wollen eine Stunde im Orbit bleiben. Ah, da hatten wir doch diesen wilden Trick, oder? Dass die Dinger hier funktionieren. wir können... Haben wir noch genug Teile, um das zu tun? Ja, wir können zwei Solarpaneele tatsächlich sogar mitnehmen. Das ist ganz hervorragend. Das erleichtert uns so viel. So, dann machen wir es nämlich nur so. Wie lautet der Auftrag? Orbit. Also, es wird eine Kombination aus Polarorbit für Forschungszwecke kombiniert mit Touristen in diesem Orbit mitnehmen. Genau, also es ist beides ein bisschen. So, und dann nehmen wir noch zwei Batterien mit, in die wir das Ganze reinspeichern. Die setzen wir hier einfach seitlich auf. Hervorragend. Das Surface Experiment Pack rettet uns das Leben. Apropos, da müssen wir mal gucken. Vielleicht muss ich das aus dem Modpack rausnehmen. Ich weiß gar nicht, wie gut das funktioniert zusammen mit dem neuen Surface Experiments, die es hier jetzt gibt. Also müssen wir mal schauen, ob das noch so eine gute Idee ist. So, erstmal einen Schluck Mate zur Erfrischung. So, wir können im Prinzip noch Unsinn bauen. Wir haben noch ein Part übrig. Mir fällt jetzt allerdings nichts großartig Tolles ein. Was man unbedingt noch bräuchte, ehrlich gesagt. Ich glaube. Funzt gar nicht, weil es nicht mehr mit AKS kompatibel ist. Ja, das kann natürlich sein. Aber mit CAS wahrscheinlich. Ein Thermometer. Eigentlich habe ich ja alles gemacht schon mit dem Thermometer. Antenne nehme ich bewusst nicht mit. Ich will nichts funken. Deshalb überlege ich gerade. Ich glaube. Ach, wisst ihr, was wir machen können? Das wäre eine ganz hervorragende... Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir mit den Delta-V-Werten stehen. Das ist reichlich knapp, ne? Das ist reichlich, reichlich knapp. Will ich da jetzt noch was reinbauen? Ah, 3,8. Ja, das Problem ist, dass ich... Das Orbital-Teleskop bekomme ich nicht ran. Das braucht eine Aufhängung. Und Zamek, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. Und dann gleich direkt hinterher von Snake. Der Resub für den 18. Monat. Dankeschön und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ach, schwierig, schwierig. Ich würde total gerne den Science Junior mitnehmen. Ausgleichen, indem ich die... Irgendwas plätschert komisch in der Klimaanlage. Ich traue dem Frieden auch nicht so. So, nehmen wir das noch mit oder nehmen wir das nicht mit? Ich gucke mir mal kurz an, wie viel schlimmer oder besser es dadurch wird. Oh, was wir noch machen könnten, das Heat Shield können wir auf jeden Fall ablatermäßig deutlich reduzieren. Das gibt uns nochmal ganz gut 63 Delta V, ist auch... Auch hier gilt, haben es besser als brauchen. Die Frage ist, was wiegt das Ding? Es sind schon 200 Kilogramm, ne? 3.795. Riskieren wir das? Riskieren wir das oder riskieren wir das nicht? Es wäre halt ein cooles Experiment. Aber ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher und lasse das Experiment tatsächlich weg. Das machen wir mal extra. Wenn wir ohne dieses Gewicht fliegen. Weil wir sind jetzt schon hart genug am Limit. Dass wir... Hey,
Was ist denn hier falsch? Und warum ist das besser? Holy shit. Und warum ist das jetzt aber auch richtig alles broken hier? Richtig broken. So. Monopropellant, gutes Thema. Gutes Thema. Brauchen wir auch noch nicht, das stimmt. Monopropellant kann auch raus. Ich traue dem Braten nicht. Aber er hat in der Anleitung steht, er piepst und schaltet sich ab, wenn der Wassertank voll ist. Von daher gehe ich davon aus, dass er piepst und sich abschaltet, wenn der Wassertank voll ist. Okay, Freunde, lasst es uns probieren. Das wäre jetzt so der erste Anlauf. Ich mache hier bewusst keine Aerodynamik-Pnübbels drauf, also keine Abdeckung, weil das ist nur ganz am Anfang. Die Booster brennen 28 Sekunden. Ich denke, damit kommen wir durch. Und dann probieren wir es, würde ich sagen, und versuchen, diesen Space-Spargel nach oben zu schieben. Ich mache es mit Jebediah, weil ich wollte mit Jebediah sowieso den Polarorbit eigentlich fliegen. Denn der hat im Gegensatz zu Valentina noch keinen erfolgreichen Orbit geschafft. Der ist auf dem Nordpol gelandet, mehr oder weniger auf dem Eisschelf, weil ihm der Sprit ausgegangen ist, weil ich ein bisschen versagt habe beim Fliegen. Und er nimmt dann jetzt als quasi fast voll ausgebildeter Pilot, vertrauensvoll unsere Touris mit. Hast du eine richtige Klimaanlage oder einen sogenannten Luftkühler? Das ist eine richtige Klimaanlage, so ein kleines Standgerät, nichts Großes. Mal sehen, mal sehen. So, safe und ab geht's. Ich trau mich nicht. Das wäre aber ganz gut. Also wenn wir das jetzt hinbekommen, die Rakete kostet uns 9.600. Wir bekommen von den Touris 36.000, 38.000 oder sowas. Also wir würden gute 30.000 Gewinn machen mit der Nummer, wenn das hinhaut. Und könnten nebenbei noch Wissenschaftspunkte einsammeln. Zack. So, da sind sie alle. Sie haben auch brav ihre Touristenanzüge angezogen. Das ist gut. Wünscht mir Glück, wünscht den Kerbels auch Glück. Und dann machen wir uns auf den Weg in Richtung Nordpol. Auf geht's. So. Bisschen die Neigung schon mal reinnehmen. Nicht zu viel, aber ein bisschen halt. Hä? Was ist denn hier schon wieder falsch? Eieiei, wie es mein Staging zerlegt hat bei der ganzen Nummer. So. Okay, ich beginne jetzt langsam die Drehung. Booster weg. Na? Weg mit euch. So, wir haben eine gute Thrust-Weight-Ratio. Das sieht echt in Ordnung aus. Das heißt, nichts, was dagegen spricht, jetzt langsam auch in die Rotation zu gehen. Also in den Gravity Turn. Ich fliege bewusst ein bisschen auch retro den Orbit, weil wir so oder so die Drehung nach Osten haben. Ich hoffe, dass das ausreicht. So. Okay, wir sind schön rumgekommen. Ich gehe jetzt Vollgas auf einen flachen Orbit zu. Also flach über den Horizont. So, und hoffe das Beste, was gleich die Flip-Tendenz angeht. So. Jetzt schauen wir mal. Orbit sieht so aus. Das sieht so aus. 800, 1800, das könnte reichen. Wenn ich es nicht verpanke. Könnte das reichen. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir hoch genug gepitcht bleiben. Dass wir tatsächlich Höhe nehmen, weit genug. Das müssen wir noch ein bisschen aufpassen, weil wir sind relativ zeitig jetzt flach gegangen. Aber das sieht gut aus, denke ich. Das müsste hinhauen. Das müsste hinhauen. Der Wiedereintritt wird eine holprige Angelegenheit, meinst du? Ich befürchte auch, aber wir werden es sehen. So, Zeit steigt. Das sieht gut aus. Ich werde jetzt damit leben, dass wir hier eine leichte Abweichung haben. So, und bleib schön flach, damit wir möglichst effizient fliegen.
Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht bisher wirklich nicht schlecht aus, dass das klappen könnte. So, ich habe übrigens X-Science installiert. Reset Experiment. Okay, wir sind jetzt wirklich, wirklich gut unterwegs. Ich gehe jetzt ganz flach über den Horizont. Damit wir nichts mehr vergeuden. Die Zeit hier oben habe ich gefangen, also die treibe ich jetzt schon nach vorne. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch aus der Atmosphäre raus beschleunigen. Das sieht wirklich gut aus. Das sieht gut aus. Also, da ist nicht viel Luft. Ich glaube tatsächlich, es war eine gute Entscheidung, das blöde Labor nicht mitzunehmen. Weil ich glaube, mit dem Labor wäre es schwierig geworden, das hier zu schaffen. Es wird so auch eine nicht super entspannte Nummer. Wir werden nicht sehr viele Delta-V übrig haben. Wir müssen über die 75 Kilometer drüber mit den Vögeln. Das haben wir jetzt geschafft. So, ich habe ihm ein bisschen Puffer gegeben, damit er da hochkommt. Wir müssen das dann auf der anderen Seite auch noch über 75 Kilometer heben. Da sind wir jetzt auf 16. Das sollte aber ganz gut klappen. Das Seacan-File hatte ich eigentlich überschrieben. Also Ausrufezeichen Seacan ist das aktuelle File. Es kann sein, aber eigentlich hatte ich es überspeichert, dass X-Science noch nicht mit drin ist, weil ich das nachinstalliert hatte. Der Rest ist aktuell, definitiv, ja. Der Rest ist aktuell. Oft schon erledigt die Experimente an. Okay. Das kann natürlich sein. So, wir lassen uns jetzt hier mal hochgleiten, aber das sieht alles gut aus soweit. Da hinten ist auch schon die Moon fest im Blick. So, wir steigen sehr gemütlich, aber wir steigen. Ich mache mal einen Zeitraffer rein, dass das nicht ganz so lange dauert. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall unsere Touris auf die Kette kriegen. Wir müssen sie halt sauber landen gleich noch. Aber das sollte auch gehen. Und was wir gleich noch brauchen werden, ist halt dieser 75 Kilometer Orbit. Wenn ich gucke, mit 227 Metern pro Sekunde, wir sind da drüben schon auf 14 Kilometer hoch. Das kriegen wir hin. Da, was ich aufpassen muss, fällt mir gerade ein, ist, aber alles gut. Wir sind mittlerweile auch oben drüber. Zack. Zack. So, ich packe nämlich schon mal meine improvisierten Solarpaneele raus. Damit laden wir die Kiste auch ein bisschen wieder auf. Das ist schon mal besser als gar nichts. So, und jetzt können wir nämlich vernünftig Zeitraffern, weil wir ja aus der Atmosphäre raus sind. 83 Kilometer reicht ganz hervorragend aus. Ah, seht ihr? Ein EVA-Report, na, den nehmen wir doch mit. Jebediah, hä? Irgendwas, was ich bedenken sollte? Eigentlich sollte alles cool sein. Zack und board. So. Der ist cool. Den nehmen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Das sind auch schon wieder ein paar Wissenschaftspunkte. Ja, Northern Ice Shelf. Ja, aber gleich müssen wir, ne, ganz kurz mal fliegen, wenn das für alle Beteiligten okay wäre, das zu tun. So, hier sind wir nämlich ein letztes Mal gelandet, statt drüber zu fliegen. Von daher ist das auch völlig legitim. Das Gute ist, die Sonne ist fast runter jetzt übrigens. Also ich merke auch schon, wie das Klimagerät noch stärker greift. Es wird gerade merklich kühler nochmal hier im Raum. Das ist gut, ich denke mal so in 10 Minuten, Viertelstunde kann ich es wahrscheinlich ausmachen. Dass wir uns hier nicht mehr mit dem Rauschen abgeben müssen. Aber zumindest hilft das. Sind die Spezialistenanzüge wieder dabei? Ja, Almesh, die sind diesmal sogar fest im Modpack drin. Also diesmal, wenn du mit Ausrufezeichen Seacan dir das Modpack besorgst, sind die Spezialistenanzüge mit dabei. Du musst sie nur einmal sauber einstellen am Anfang. Das war ja vorher so ein bisschen händisch. So, und jetzt müssen wir gleich einmal zünden. Das ist total witzig. Seht ihr, wie wir gerade über den Pol fliegen? Das ist voll gut. Richtig gut. Ich mag das. So, gleich werden wir zünden. Und dann haben wir unseren Orbit hoffentlich komplett und die Zeit beginnt zu laufen für unsere Touristen. Komm schon. Zack, aus. Okay.
75 Kilometer plus sind am Start. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich die Zeit laufen. Jawohl, die Zeit läuft. Periapsis ist über 75 Kilometern. Damit erstmal Prost zur Erledigung unseres Touristenauftrags. Wenn wir sie jetzt nicht töten, das ist noch das andere Problem. Das Humble-Streaming-Bundle habe ich gesehen, hat mich aber ehrlich gesagt nicht so super angesprochen, weil ich Prizel nicht benutze. Und den Rest irgendwie, Monster Cat sagt mir jetzt gar nichts. Dieser ganze andere Kram, den ich da so gesehen hatte, war irgendwie so, ja. So, Space Near Kerwins Ice Caps. Nein! Nein! Ich hab's verpasst. Na gut. Ah, guckt euch diese wunderschönen, jetzt ist er wieder da, guckt euch diese wunderschönen Anzüge an. Ach, der Jebediah hat diesmal sogar einen Bart. Oh shit, die Zeit fängt von vorne an zu laufen. Stimmt, wenn ich aussteige, fängt die von vorne an. Ärgerlich. Tundra. Aber ist egal. Die Eva-Reports nehmen wir mit, die wir noch nicht haben. Weil wir wollten explizit auch gucken. Guck mal, das sind jedes Mal 4,8 Science. Also sagen wir mal Runde 5. Wir kriegen ja ein bisschen was dafür, dass wir aus dem Orbit zurückkommen. Und damit sollte es möglich sein, das auf 5 aufzurunden. Das heißt, wir haben jetzt schon 20 Science-Punkte wieder eingesammelt. Das bringt uns auch ein bisschen vorwärts. Dann sind wir nämlich schon bei 40 Science wieder angekommen. Plus eben ein bisschen Kohle. So. Das Einzige, was jetzt spannend wird, ist, ob wir irgendwie in Probleme reinkommen. Wo ist denn die Sonne, wenn wir so fliegen? So. Das heißt, wir sollten mal die Kiste einmal so drehen, dass eins der Paneele auf jeden Fall hart Richtung Sonne zeigt. So, das funktioniert auch. Weil dann können wir nämlich, wenn wir gleich in die Dunkelheit kommen sollten, oder habe ich es geschafft, einen Sonnensynchronorbit zu bauen? Habe ich nicht geschafft. Alles ist gut. Habe ich natürlich nicht geschafft. Natürlich habe ich das nicht geschafft. So. Ist aber nicht so wild. Wir werden jetzt ein bisschen durch die Dunkelheit fliegen. Aber das sollte uns nicht umbringen. Weil wir haben einen gewissen Batteriepuffer mit dabei. Und das Ganze hält 2 Stunden 17. Das sollte deutlich länger sein, als ein Orbit bei uns dauert. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir noch so an Biomen bekommen. Gott, geht das jetzt jedes Mal wieder auf, wenn wir über ein neues Biom gehen? Dankeschön. Dann möchte ich das gar nicht sehen. Die Stunde wird irgendwann voll sein. Southern Ice Shelf. Sehr gerne. Okay, so werden wir die Stunde natürlich nicht so schnell voll bekommen. Irgendwas ist ja immer. Aber wir haben 14 Tage, bevor Starving zum Problem wird und 7 Tage, bevor Habitation zu einem Problem wird. Was passiert heute, Captain Buttscratch? Genau, wir versuchen einen Weg zu finden, wie wir Kohle verdienen, tatsächlich. Idee ist, massiv Touristen dafür zu benutzen und parallel fahren wir gerade noch ein bisschen Science rein, weil ich auf einen Fairing spare. Ich brauche einen Fairing, damit ich diesen blöden Satelliten sinnvoll zum Moon bekomme. Oder ich brauche einen anderen Satelliten, also einen anderen Probe Core. Eins von beiden. Auf jeden Fall, damit ich den Moonshot wagen kann. Hast du auch Snacks für die Touris? Es werden Erdnüsschen gereicht. Echtes Essen habe ich nicht mit dabei. Dafür ist der Flug nicht lange genug. Und die haben noch nicht genug bezahlt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt die Stunde vollgezogen. Oder auch nicht. Es wird nichts mehr mit dieser Stunde, aber wir wollten ja auch genau das hier erreichen, dass wir nämlich sagen können, jawohl, wir wollen, also jedes Mal, wenn ich aussteige, fängt die Stunde für die Touris wieder von vorne an zu laufen, aber wir wollten ja unbedingt auch ein bisschen, oh, wir sind nicht gut in die Sonne gedreht. Sehr schön, so ist besser. Halbe Nuss pro Person. Genau. Du mit Ketchup. Hier diese abgepackten kleinen Dinger aus dem, was ist das? Burger King, McDonald's? Diese einmal für die Pommes Ketchup-Packung. Nur das beste Zeug. Nur das allerbeste Zeug.
So, jetzt sieht es gerade gut aus, dass wir gerade keine Biome treffen. Das heißt, wir können gerade ein bisschen Strecke machen. Wie viel haben wir schon geschafft? Nee, es lohnt sich noch immer auszusteigen. Badlands, Eva Report, zack, wieder rein. Neuer Counter. Verdammte Axt. Esse es an. Und los. Wie? Da ist irgendwie ein lustiger Grafikfehler. Dafür das Eisschelf. Ist scheinbar mit Bierdosenhaltern überlegt worden. Das ist auch die Zeit bei Touristenmissionen. Nicht bei jeder Touristenmission, aber es gibt viele Touristenmissionen, die haben tatsächlich einen Zeitcounter mit drin. Und in diesem Zeitcounter müssen alle Vorbedingungen erfüllt sein. Also zum Beispiel, wenn die sagen, wir wollen einen Piloten an Bord haben, und das ist definitiv Vorbedingung meiner Mission, dann brauchst du komplett einen Piloten an Bord, sonst beginnt der Counter von vorne. Genau, aber wir sind, glaube ich, gleich durch. Wir haben noch 24 Minuten. Also wenn wir jetzt nicht gleich noch auf eine dumme Art und Weise ein Biom treffen, was wir noch nicht gesehen haben, dann sollten wir die Touris gleich voll haben. Und das Schöne ist, wenn wir das erledigt haben, dann ist es nicht mehr schlimm, wenn wir aussteigen. Also wenn dann der Pilot aussteigt, dann müsste das eigentlich erhalten bleiben, weil dann die nächste Bedingung ist, bringen sie sicher nach Hause. Also jetzt noch 3 Minuten. 2 Minuten, 1 Minute, check. Okay. Wir sind soweit durch. Und jetzt steht hier auch nichts mehr von wegen Pilot und damit ist es jetzt egal. Also ich zeige euch das jetzt mal, ob mein dummes Gerede tatsächlich, aber ihr seht es, es resettet nicht. Also jetzt, Gott sei Dank, es hat sich nicht geändert in der 1.7. Steini, vielen lieben Dank für 5 Euro, damit die Touris ihre Snacks bekommen. Oder auch das Haus der kleinen Forscher, ihre monatliche Spende. Denn wir haben jetzt noch 7 Tage auf diesem Monat und dann geht natürlich wieder die Spendenbeträge von euch, die diesen Monat zusammengekommen sind, in einem Batzen ans Haus der kleinen Forscher, so wie jeden Monat, seit letztem Monat, aber auch in Zukunft jeden Monat. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Spannendes passiert. Wir können einfach mal der Form halber noch ein paar Orbits ziehen lassen, denn es tut uns eigentlich nicht weh. Wir haben Puffer, was die Habitation angeht, wir haben Puffer, was die Supplies angeht. Ich würde jetzt sagen, wir machen mal Folgendes. Das sollte natürlich aufbleiben, damit es uns auch bremst. Und wir legen jetzt einfach mal hier ein bisschen Gas drauf. Und ich lasse die Kiste mal ein bisschen rotieren. Wir werden ja gleich sehen, was passiert. Also ich würde mal ihr so 4-5 Stunden Mission Time geben. Das ist viel mehr, als die Touris für gezahlt haben. Aber ganz ehrlich, falls wir in der Zeit noch ein Biom treffen, hat es sich gelohnt. Und was jetzt passiert auf so einem Polarorbit, übrigens, warum die super sind, um sowas zu tun, ist, dass, wenn man das jetzt mal beobachtet, sich Kerbin halt unter uns durchdreht. Seht ihr das? Also wir fliegen ja hier unseren Orbit fröhlich vor uns hin und Kerbin dreht sich und dadurch kommen wir früher oder später, Polarorbits sind immer super, um alle Biome abzugrasen, kommen wir über jedes Biom drüber, was es auf Kerbin so gibt. Das Dumme ist, dass wir gerade nicht besonders gut mit irgendwas in die Sonne zeigen. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ohne Strom fahren, aber wird gleich noch, hoffentlich. So, Megajoules für eine Auswirkung. Jetzt erstmal noch keine Eldarion und hi erstmal. Später gibt es unterschiedliche Stromsorten. Es gibt Electric Charge und Megajoules. Und Megajoules sind dann für so große, abgefahrene Anlagen, die, was weiß ich, Strom per Funk übertragen oder ähnlich abgefahrene Dinge. So, kommen wir hier noch irgendwo lang? Aber ich glaube, die meisten Sachen haben wir mittlerweile erwischt, die es so gibt. Highlands, Grasslands, Mountains hatten wir auch schon. Wir sind jetzt bei 3 Stunden und ein bisschen Mission Time. So. Strom hat sich auch wieder aufgeladen. Also wir rotieren so ein bisschen rum. Das hat den Vorteil, dass wir natürlich auch früher oder später immer mal ein Solarpanel in die Sonne halten. So, mal gucken, ist hier noch irgendwas Spannendes? Ja, vielleicht so ein See oder so? Ich weiß nicht, ob der im Biom ist. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ha, der war unintended. Gerade ist selber gemerkt. War wohl kein Biom.
Ach ja, so mag ich Raumfahrt. So ist Raumfahrt relativ entspannt. Und wie gesagt, preislich sehr effizient. Also knapp unter 10.000 die Rakete. Wir bringen ja auch einen Teil davon zurück. Also ich denke mal, wir werden nachher davon reden, dass wir wahrscheinlich so 7.000 bis 8.000 ausgegeben haben für den Flug und haben 36.000 oder 38.000 bekommen. In meinen Augen ein sehr, sehr fairer Deal, um Geld zu verdienen. Vor allen Dingen, weil die Touristikmissionen eigentlich einfach zu lösen sind. Weil wir haben jetzt eine Standardrakete. Also jetzt können wir relativ gut Low-Carbon-Orbit-Missionen anbieten. Weil ihr müsst ja bedenken, das war jetzt ein Polar-Orbit. Der ist natürlich ein bisschen komplexer zu fliegen oder Delta-V-intensiver zu fliegen, trifft es eher. Und in Richtung Osten gestartet ist die Rakete natürlich sehr, sehr viel entspannter. Weil hier geht es jetzt, die Nord- oder die Polar-Orbit-Mission fliegen wir ja nicht wegen den Touris, die fliegen wir ja wegen den Wissenschaftspunkten. Aber ich glaube, ich werde jetzt gleich den Wiedereintritt einleiten. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel auf uns zu. Ist das hier? Kerbal Space Center? Ja, machen wir noch einen Orbit. Und dann bremsen wir auf der anderen Seite und lassen uns irgendwo in der Nähe vom KSC runtergehen. Dann bekommen wir nämlich relativ viel von unserer Ausrüstung zurück. Genau, man kann auch mit X-Science nachgucken. Genau, man kann ja hier in der Suche quasi eingeben. So, ich nehme das mal. Ich nehme mal kurz den Zeitraffer raus, indem ich nicht in diesem Feld bin. Weil ich will gleich nicht die Stelle verpassen, wo ich das brauche. Also was ihr hier machen könnt, übrigens in Space near Kerbin. Genau, jetzt Eva-Report noch. Eva Report in Space. Aber die habe ich alle gesammelt. Okay, also wir sind tutto completo, was das angeht. Aber guter Hinweis auf jeden Fall. Genau, dass man das auch tun kann. So, wir werden jetzt einmal hier drüben hingehen. Was wir jetzt machen, wir gehen quasi direkt auf die exakt andere Seite. Zack. Obwohl, wir können noch ein bisschen weiter runter. Wir haben noch genug Sprit, um das doch ganz drastisch einzubremsen. So, und jetzt gehe ich gleich einmal überm Südpol, machen wir das einfach. Gehe ich jetzt einfach einmal retrograd und hau die Hacken hinterher. Dann schauen wir mal, wie viel uns das bringt für einen Wiedereintritt. Ich warte noch, bis das Wandern vorbei ist. Das verwirrt mich nämlich immer. So, dankeschön. Cool, danke. So, und jetzt Retrograd feuern. Achso, wisst ihr was? Lasst mich noch ganz kurz die Fallschirme vorher einstellen. Du bist der Einzige, der seine Rakete mit diesem Gen Osten Fliegen in den Orbit bringt. Das verstehe ich nicht. Ich hoffe, dass das viele andere auch machen. Weil... Ach, du meinst den Gravity Turn oder was meinst du? Nee, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Alle halbwegs ernstzunehmenden KSP-Spieler tun das garantiert. Copy, copy. Arm Parachute. Arm Parachute. Was hatten wir jetzt hier als Höhe? Gott, ich war mental abwesend, das ist ein bisschen viel. 3000. Copy, copy. Close. Toggle. 3000. So, Fallschirme sind alle scharf. Das heißt, ab jetzt liegt es in der Hand der Aerodynamik, uns dann wieder zurückzubringen. Beziehungsweise in noch einen ganz kurzen Moment liegt es im Bereich dieser Triebwerke. Okay, das war's. Triebwerk empty. So, dann drehen wir das einmal weg und werden das gleich kurz vor der Atmosphäre uns dieser Sache entledigen.
So, aber wir warten noch kurz, bis wir an die Atmosphäre ran sind, weil hier haben wir halt noch Batteriespeicher. Und ich versuche so lange wie möglich unseren Strom oben zu halten. So, jetzt kommen wir in die Atmosphäre rein. Das heißt, wir machen jetzt in Flugrichtung unser Staging. Zack. Und drehen die Kiste jetzt natürlich um, damit wir das Shield nach vorne zeigen. Und nicht in irgendwelche komischen Dinge hineingeraten. Wie zum Beispiel Plasma. So, und ich hoffe, dass die Kiste funktioniert. Früher hat es funktioniert. Ich habe so in der 172 noch nicht geflogen. Und ich kann euch schon mal sagen, anhand des Flugverhaltens der runden Probe-Course hat sich ein bisschen was verändert mit der Aerodynamik. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass die Kiste irgendwie plötzlich beginnt zu flippen. Aber bisher hat die gut funktioniert. Man kann jetzt echt nur das Beste hoffen. So, wir werden gleich Hitzeeffekte kriegen. Das heißt, ich bringe die Kiste schon mal brav mit dem Arsch, also sprich dem Hitzeschild, in Richtung dieser Hitze. Man sieht auch schon ein leichtes Aufheizen am Heat Shield. Jetzt kommen auch die Hitzeeffekte. So, wie schlimm ist es? Air, Roll, Yaw, Pitch sind relativ ruhig. Also hier drüben könnt ihr mal sehen, ob eure Kapsel gerade irgendwelche Dinge tut, die sie nicht tun sollte. Im Moment muss er nicht viel gegenarbeiten. Das sieht ganz gut aus. Mal gucken. Noch ist die Atmosphäre allerdings auch nicht besonders dick. Also wir kommen jetzt schnell runter natürlich. Bei der Nummer. Das heißt, wir werden eine ziemlich harte Bremsung hinlegen. Arbeitet ein bisschen, aber im Großen und Ganzen sieht es gut aus. Im Großen und Ganzen sieht es gut aus. 36 Kilometer Höhe, wir haben noch 2100 Meter drauf. Das sieht okayisch aus. Der Pitch arbeitet ganz leicht gegen. Aber nichts Wildes. Nichts Wildes, das sieht gut aus, Freunde. Das sieht wirklich gut aus, dass Touristenmissionen mit dem Konstrukt immer noch funktionieren. Wenn jetzt die Fallschirme dann gleich noch sauber sind, dann sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Irgendwas Schlimmes passiert. Muss echt aufpassen. Also, okay, es ist aerodynamisch sehr anfällig. Trotz allem. Also viel bewegen ist nicht. Aber ich habe jetzt auch die hässlichste Phase gerade erwischt gehabt, wo ich angefangen habe, irgendwas auszugleichen. Also lasst es einfach so. Passt schon. So, wir sind das Schlimmste, glaube ich, durch. Hitzeentwicklung ist okay. Der Heatshield richtet's. So, wie nah sind wir dann ans KSC rangekommen? Ist gar nicht schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Okay, der Part ist durch. Ich mache es SRS bewusst aus. Ich lasse jetzt aerodynamisch sich stabilisieren, die Kapsel. Und den Rest hoffentlich die Fallschirme machen. Wir sind noch ein bisschen schnell, aber wir haben auch noch 10 Kilometer, bevor die Fallschirme aufgehen. Jetzt sind sie safe, die Fallschirme, also alles gut. Das sieht ganz wundervoll aus. Alles sieht gut aus im Moment. Im Moment sieht alles gut aus. So, wenn jetzt nichts Komisches mehr passiert, aber eigentlich kann jetzt nichts Komisches mehr passieren. Ich mache meinen Zeitraffer ein bisschen an. Die werden immer noch ein bisschen langsamer. So, jetzt kommt gleich der Pre-Deploy bei 3000 Metern Höhe. Sehr, sehr schön. Okay, das gibt uns auch schon mal eine ganz gute Vorabbremsung, damit gleich der Impact der G-Force auf 1000 Meter nicht ganz so hart ist. Ich glaube, es wird trotzdem pervers werden. Oh, es ist okay. Es ist okay. Und wir sind runter auf unter 7 Meter pro Sekunde. Knapp unter 7 Meter pro Sekunde, aber wir sind unter 7 Meter pro Sekunde. Damit haben wir auch unsere Impact Tolerance erwischt. Alles sieht gut aus. Electric Charge läuft auch noch.
Touris sind glücklich. Ich bin im Prinzip auch schon glücklich. Ich will trotzdem noch sehen, dass es funktioniert. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass das hinhaut. Und wir sind fast in Sichtweite des KSCs. Fast. Platsch. Splashdown, Freunde. Splashdown. Haben wir es schon gemacht? Ja. Dann. Sehr schön. Wir haben, glaube ich, einen guten Weg, um Geld zu verdienen. Und ich mache jetzt mal die Klima aus. Das reicht, glaube ich, für heute. So, die sollte sich jetzt gleich beruhigen. Oh, die hat sich relativ schnell beruhigt. Hervorragend. 58 Wissenschaftspunkte. Next. Wir haben 163.000 Pfunds jetzt insgesamt. Oder auch Körbeldollar, wie wir sie nennen. Und wir haben... Oh, ein Kerbin Orbital EVA Ribbon hat Jebediah sich verdient. Und den Passenger Transport 2 Ribbon. Weil er eine Rakete geflogen ist, in der mindestens zwei Touristen drin waren. Guter Mann. Guter Mann. Das können wir auch noch recovern. Das Zeug. Geld ist Geld. So. Das hätte doch alles deutlich schlechter laufen können. Damit haben wir den Contract schon mal complete. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir noch Wissenschaftsdaten her? In Space near Kerbin. So, das sind all die Dinge, die wir noch tun können. Orbital Teleskop geht auf jeden Fall noch einiges. Material Study haben wir noch nicht gemacht. Okay, wir... Das sind 19... Das Orbital Teleskop kriegen wir notfalls auch rangedengelt. Das ist noch nicht cool, aber wir kriegen es rangedengelt. Das wäre natürlich Zucker, weil das Orbital Teleskop bringt 3,6 über so ziemlich jedem Biom. Das wäre natürlich sehr sexy insgesamt. Die KSC-Biome haben wir schon abgekratzt. Wie die kaputten. So, also 19,2. Dann sind wir bei ungefähr 80. Nicht ganz. Plus den anderen Kram. Ich würde sagen, wir machen jetzt. Wir gucken mal, was die Missionslage so hergibt. Was wollt ihr? Orbit around Kerbin. Suborbital Spaceflight on Kerbin. Orbit around Kerbin. Gibt aber einfach nur Reputation. Wir könnten das kombinieren. Was bringt uns das insgesamt? Das bringt uns 22.000... 24.000, 26.000, also runde 30.000. Die Rakete kostet uns 10, das wäre nicht ganz schlecht. Das sind einfach nur die Sites, oder? To the Waypoint, okay, der will... Ach, der will nach Badlands geschossen werden, okay. Flyby of the Moon. Die Modliste ist ein bisschen angepasst, aber sie ist ähnlich. Ähnlich. Tier 2 Stack Separator at the Launch Site. Ja, das könnten wir natürlich mal tun. Polar Orbit Satellite. Auch nicht ganz schlecht. Focus Ticket Crew Flight? Nee, noch nicht. Das ist so ein bisschen am Anfang immer schwierig mit den schlechten Jet-Triebwerken. So, was ist bei euch das Thema? Suborbital Spaceflight, Suborbital Spaceflight, Suborbital, Suborbital. Ah. Also eigentlich wären es, wenn, dann die beiden Typen. Ich glaube, ich nehme die mal mit. So können wir quasi, also was jetzt meine Idee dahinter ist, jetzt mit dem Labor ins Weltall zu fliegen, damit wir diese 19,2 schon mal kassieren und dafür halt quasi wieder eine Touristenmission herzunehmen. Die fliegen wir jetzt aber quasi in Richtung 90 Grad. Ja.
Das müsste ganz gut klappen, weil dann können wir mit der Rakete eigentlich weiterarbeiten. Und haben hier nochmal Touris. Und dann haben wir die Wissenschaftspunkte schon mal drin, die uns jetzt gerade gefehlt haben. So, was wir jetzt mal machen ist, einmal drehen. So. Und ich glaube, wir können das hier ein Stück weit reduzieren. Nämlich, indem wir sagen, uns reicht ein Solarpanel und uns reicht auch eine Batterie. Das gibt uns die Teile und auch nochmal ein bisschen Gewicht frei. Und dann packen wir hier das Labor dazwischen. Zack. So. Jetzt wäre noch die Überlegung, was haben wir noch an Parts? Also wir sehen eigentlich ganz gut aus, was das angeht. Wir haben 3771 Meter pro Sekunde. Das reicht locker für einen Start Richtung Osten. Locker. Warum habe ich die Kiste nicht gedreht? Ich wollte die Kiste drehen, habe es aber einfach nicht. Oder ich habe es doppelt gemacht. Wer weiß das schon. Okay, also so zeigen wir in Richtung Osten. Können auch sauber pitchen. Wir nehmen die zwei Touris mit. Wir haben das Ding. Jetzt ist die Frage. Faken wir uns ein Attachment Point für das Orbital Teleskop, um noch ein bisschen was zu holen? Und kann ich mir... Das ist auch eine gute Frage. Kann ich mir schon ein Attachment Point faken? Ist halt echt groß, ne? Aber es würde, denke ich, gehen. Das Problem ist, dass der Drag erzeugt bis zum Get-No. Das ist so ein bisschen das, wovor ich Angst habe, ehrlich gesagt. Und deshalb würde ich es tendenziell wahrscheinlich eher nicht tun. Aber hier wäre die Möglichkeit, das Orbital Teleskop anzubauen. Ich brauche eigentlich den kleinen und eigentlich brauche ich einen Fairing, um ehrlich zu sein. Vielleicht heben wir uns das für den nächsten Flug auf, dass wir jetzt sagen, wir erhöhen nicht unnötig die Komplexität, sondern wir fliegen einfach nur mit dem Labor. Das lassen wir dann auch zurück und dann geht's weiter mit dem nächsten Flug. So haben wir halt Stück für Stück eine monetäre Verbesserung unserer Situation. Ich krieg's hier halt nirgendwo rangesteckert. Ich habe halt noch nichts, um seitlich zu attachen. Dafür einen zusätzlichen Radialfallschirm. Ah, du meinst jetzt quasi den hier. Ihn so zu bauen. Ich habe halt ein bisschen Schiss, was das mit meinem Drag macht, ne? Muss ich sagen. Bisschen Schiss, was das mit meinem Drag macht. Das hatten wir ja vorhin schon geguckt. Okay, ja, lass es uns probieren. Ich meine, mehr als nicht funktionieren kann es nicht. Dann sind halt alle tot. Das hoffen wir natürlich alle nicht, aber... Oh nein, sie überkleben das Missionssymbol. Na gut. Okay, dann... Touristen wieder an Bord. Ich würde sagen, diesmal darf Valentina ran. Die hat, glaube ich, dieses Zwei-Touristen-Badge noch nicht. Das darf sie natürlich auch lernen. So, ich bin gespannt, was das mit unserem Drag macht. Ich habe so ein paar Befürchtungen, aber wir werden es ausprobieren. Die Kiste ist ja prinzipiell safe. Gespannt. Dann machen wir es noch symmetrisch. Wir haben die Bauteile, ne? Einfach nur, um sicher zu gehen. So, ja. Ich glaube, das schadet auch nicht. Zack. Und... Ah, hier war noch irgendwas. Da, ab geht's. Zack und los. Puh, ich bin gespannt. Also, Delta-V-mäßig müssten wir es hinbekommen. Dadurch, dass wir diesmal die Rotation mit nutzen und Richtung Osten pitchen. Und dann werden wir es sehen. Zack, auf geht's.
3, 2, 1 und los! Sich gerade ist irgendwie in die falsche Richtung, aber hey, irgendwas ist immer. Irgendwas ist bekanntlich immer. So, ich fliege erstmal ein Stück, bevor ich den Gravity Turn in Valentinas Hände gebe. Jetzt ist, dürfte ein guter Zeitpunkt sein, hoffe ich. Inständig für sie. So, die Fackeln sind aus. Gravity Turn sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Also bisher, toi toi toi. Okay, wir sind ein bisschen spät dran mit dem Gravity Turn, aber nix, was uns den Tag versaut. Okay, ich glaube, den schlimmsten Part haben wir. Sieht soweit okayisch aus. Orbit plus das, ja, sehr schön. Sollte reichen. Auf was für eine Höhe wollen die Fritzen? Die wollen einfach nur Orbit. Okay. Die haben keine speziellen Anforderungen. Das heißt, wir können auch einen relativ flachen Orbit insgesamt fliegen. Es würde reichen. So, da ist die Sonne. Dann drehen wir uns schon mal mit unserem Solarpanel in die richtige Richtung. So, das hat auch bis hierhin schon mal ganz gut funktioniert. Luftwiderstand ist größtenteils durch. Wenn ich die Zahlen zusammenrechne, sollten wir auch ganz gut in den Orbit hochkommen, wenn jetzt nicht mehr allzu viel Schlimmes passiert. Das ist halt wieder so eine Knappomaten-Nummer, wo wir noch ein paar hundert Delta-V haben, um zurückzukommen. Aber da wir insgesamt halt nicht besonders hoch müssen, sollte das eigentlich ausreichen. Wir müssen schon relativ effizient fliegen, aber es geht. Es geht. Ich denke, das geht. Ja. Also es wird nicht viel übrig sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Es wird nicht viel Delta-V übrig sein für einen Wiedereintritt. Aber es reicht. Es reicht, um uns nach oben zu bringen. Denke ich. So, huch, da flippiziert sie in der Gegend rum. So, Panel auf. Wir müssen nochmal gleich einen ganz kurzen Schub geben, sobald wir aus der Atmosphäre raus sind, beziehungsweise an der Apoapsis sind. Aber ihr seht, also es ist kurz auf knapp, aber es funktioniert. Wenn jetzt die Fallschirme dann noch ihren Job tun, sind wir relativ safe. So, was sagt High Occurrence Water. Das machen wir nicht. Das können wir uns später noch mitnehmen. Da könnten wir natürlich noch gut Material Studies herbekommen. Sehr schön. Dann weiß ich auch schon, wo wir wahrscheinlich unser nächstes... Vielleicht fliegen wir dann einfach mal kurz suborbital, um uns die Material Study für alle möglichen Dinge zu holen. Flying High ist natürlich auch nochmal eine coole Maßnahme. Heckflügel beim GT3. Das ist... wir fliegen jetzt mit Heckspoilern tatsächlich. Ja, das ist...
definitiv die besseren Raketen sind die mit Heckspoiler, damit sie sich in den Orbit reindrücken. Das ist der sogenannte orbitale Anpressdruck, den wir damit erzeugen. Kannst du bei der NASA nachfragen, das ist tatsächlich, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das braucht man. Das ist definitiv ein Ding. So, ja, nobody cares. Erstmal Weltall. Thank you. Antenne plus Fuchsschwanz sehen. Oh, ich hab noch zu wenig Bauteile dafür. So, Weltall. Hooray. Was ist hier passiert? Contract Parameter Complete. Suborbital Spaceflight haben wir schon mal für die beiden Touris. Aber zu ihrer großen Überraschung wird jetzt gleich noch ein Orbit durchgeführt, denke ich mal. Das machen wir aber exakt auf der Apoapsis, damit da keine dummen Dinge passieren. Weil ich bin wirklich, wirklich low am Sprit dran. So. Wirklich low. Irgendwas noch trauen will jetzt. Orbitaler Anpressdruck. Genau, das ist auf jeden Fall sowas von Fachbegriff. Und wenn nicht, machen wir es jetzt einfach zu einem. So, jetzt gleich nochmal so ein ganz winziges bisschen Schub, um uns in den Orbit drauf zu tragen. Ihr seht, das ist nicht viel, was es da braucht. Und je exakter an der Apoapsis, umso besser. Wir machen es heute ganz spannend mit den Touris. Und dann haben wir uns schon mal das Geld auch wieder verdient. Damit haben wir noch nicht das Completion-Geld, weil wir müssen sie noch lebend zurückbringen. Aber wir haben schon mal die Kohle bekommen für Orbit Around. Immerhin. So, und jetzt müssen wir sie noch sicher zurückbekommen. So, und jetzt passiert all the magic Wissenschaft. Wir haben noch 99 Meter pro Sekunde Delta V zur Verfügung. Wir sollten also gucken, dass wir dann uns nicht zu sehr verkaspern. Zack, Keep Experiment. Yes. So, und jetzt können wir hier Orbital Teleskopen, bis wir grün und blau werden. Verdammt, sag nicht, dass es nicht funktioniert. Please. Okay, es funktioniert nur über diesen schönen Knopf im Science hier hinten auch nicht. Wait, nein. So kann ich nicht arbeiten. Das muss dann schon so sein, irgendwie. Verdammt, aber so kriege ich keinen Strom. Naja. Okay. So, Valentina muss kurz raus. User 40, vielen lieben Dank für den vierten Monat in Folge. Dankeschön. Und Valentina muss jetzt mal mit ihrem coolen Raumanzug, übrigens hier Tron-Modus und so, schon mal das Zeug hier einsammeln, weil das werden wir später nicht mitnehmen. Ach, guck mal, das finde ich auch, ist von Restock eine der sehr, sehr schönen Sachen. Dieses Materials Bay macht vollkommen mehr Sinn und Spaß, auch optisch, mit Restock. Total begeistert von weiterhin. So. Ins Weltall teleskopieren ist schon okay. So. F und B. Zack, und dann müssten wir eigentlich direkt, genau, nächste Orbital Teleskop Observation. Ach so, ja. Lock Observations. Zack. Please einsammeln. Take Data. Zack, zack. Board und Next. Genau, wir nehmen jetzt mal mit, was wir auf diesem Orbit kriegen. Das wird nicht alles sein, aber es ist ein bisschen was. Und vielleicht reicht es, um uns in die 90er-Kategorie zu bringen. Und wenn wir in der 90er-Kategorie sind, ja, das war nicht so schlau von mir, wartet mal, dann können wir mindestens mal das Fairing freischalten. Ah, too late. Ich will immer wieder da oben drauf klicken, ich Kasper. Hey,
Okay, und weiter geht's. So, mal gucken. Haben wir alles? Noch nicht. Log Observations. Zack. Das sieht gut aus. Ich glaube, damit haben wir nämlich dann schon mal eine ganz gute Basis geschaffen. Desert, sehr schön. So, und ich glaube, jetzt gehen wir auch gleich einfach retrograd und geben Schub. Denn wir sind jetzt einmal rum. Und können uns eigentlich aus dem Orbit verabschieden, denke ich. Ich prüfe das mal kurz, was hier noch so gibt. Orbital Teleskop. Badlands Tundra Ice Caps. High Over haben wir noch nicht. Also Ice Caps und Northern Ice Chef und Tundra können wir, glaube ich, ausschließen. Badlands weiß ich nicht, ob wir auf einem Äquatorialorbit drüber kommen. Alles ist gut. Toggle Shuttle. Rein damit. Toggle Info. Ich bereite alles vor für einen Wiedereintritt. Zack. Same hier. Und dann haben wir den nächsten finanziellen Schritt geschafft und wahrscheinlich auch den wissenschaftlichen Schritt, dass wir unseren Moonshot probieren können. So, zack. Und zack. So, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das funktioniert. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Mein lustiges Aufladeding ist nicht so richtig in die richtige Richtung, aber ist egal. Kommen wir jetzt gerade über Cassie rein? Ja. Okay, das heißt Vollgas in Retrograd-Richtung und damit Wiedereintritt provozieren. Auf geht's. Und dann hoffentlich unbemannter oder unbekörbelter Moonflyby. Das wäre so mein großes Ziel natürlich, dass wir das heute hinbekommen. Weil das würde uns geldtechnisch richtig vorwärts bringen. So, jetzt drehen wir einmal pro Grad und laden die Kiste auf dabei. Noch ein letztes Mal mit unserem Heckspoiler. Zumindest bis wir auf die Atmosphäre treffen. Nochmal alle Batterien aufladen. So, und dann verabschieden wir uns davon, würde ich sagen. Fallschirme sind scharf. X-Science kann aus. Wir haben alles eingesammelt. Okay, trennen wir uns von dem Zeug und gucken, dass wir nach Hause kommen. Das Schöne ist, das kann sie jetzt hier ohne mein Zutun tun. Da muss ich nichts mehr machen. Jabedaya kann es ja jetzt auch nach seinem ersten Orbit, aber Valentina kann es glücklicherweise jetzt schon. So. Ich Zeitraffer mal vor bis an die Stelle, wo es spannend wird, nämlich wenn wir die Hitzeeffekte kriegen. Und dann schauen wir mal, was die liebe Valentina draus macht. Wir werden auf jeden Fall overshooten, also das KC treffen wir auf gar keinen Fall, so flach wie wir runterkommen. Dafür haben wir dann noch nicht genug Tiefe, um gebremst zu werden. Aber wir sind nicht so weit davon entfernt. Das ist immer ganz gut. Dann kriegen wir durchs Recovery, je näher wir dran sind, umso mehr Kohle gibt es letzten Endes. So, und jetzt müssten gleich die Hitzeeffekte kommen. Da sind sie. Jetzt gehe ich mal aus dem Zeitraffer raus, dass keine komischen Sachen passieren. Und ich hoffe, dass uns das Teleskop nicht in irgendeiner Form negativ aerodynamisch beeinflusst. Aber eigentlich, wenn es vorhin geklappt hat, der Heat Shield scheint der Gewichtsschwerpunkt dieses Raumschiffs zu sein.
bin zuversichtlich, wenn wir sie nach Hause bringen, haben wir unsere Kohle. Dann haben wir die Wissenschaftspunkte plus Geld dabei sogar noch gut gemacht. Das ist auch in Ordnung. Orbitalteil zerlegen. Was meinst du mit dem Orbitalteil? Das Teleskop? Kann man machen, potenziell, ja. Ich glaube aber, es stört wirklich nicht. Es liegt ja auch sauber im Fluss drin. Also, da ist irgendwo das Krasse. Da sind wir gerade drüber gescheuert. Da die Flugplatzinsel. Sieht aber alles ganz gut aus. Komm sauber rein. Geschwindigkeit nimmt ab. Heat Shield hält auch locker. Sieht alles sehr entspannt aus. Und Valentina fliegt das ganz hervorragend. Muss man auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, erstmal eine gewisse Basis an Kohle zu schaffen, damit wir gleich die Moon-Mission starten können. Und ich glaube, mit den Moon, wenn wir das mit den Moon-Probes sauber durchziehen, dann bin ich ziemlich sicher, dass wir durch diesen 400%-Bonus an den Achievements uns finanziell sehr gut vorwärts boosten können. Weil da hilft uns dann natürlich jetzt Strategia enorm. 400% Bonus ist halt selbst zum normalen... Also wir kriegen jetzt ungefähr die Hälfte der Missionsbelohnung. Und wir kriegen dann quasi das Doppelte der Missionsbelohnung. Man muss der Fairness aber auch sagen, alles kostet bei uns aber auch das Doppelte, also Gebäude-Upgrades und so weiter. Von daher ist es dann ungefähr nachher auf dem Niveau, wie es vorher auch gewesen wäre. Nur, dass wir dafür etwas mehr arbeiten mussten. Was ich fair finde, soll ja Hardcore-Colonization sein. Das war ja auch der Deal hinter der Sache. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass der gut funktioniert. Insgesamt, also was man auch als Lehre mitnehmen kann, ist, dass wir beim Ablator noch deutlich reduzieren können. So, Fallschirme sind auch safe. SRS aus, das kann die Kiste jetzt selber machen. Und jetzt schauen wir mal mit 4 von den seitlichen Schirmen, wie es uns so ergeht. Scharf sind sie alle. Und Blitz, vielen lieben Dank für die Bits. See what you did there. Dankeschön für 50 Bits. Und viel Spaß beim Zugucken weiterhin. Was? Das Geld ist leer? Nein, das Geld ist nicht leer. Wir müssen uns Geld zusammenholen. So. Dir wäre das zu viel, du kämst da durcheinander. Also wenn es dir irgendwie hilft, ich habe mir oft noch viel mehr vorgenommen und komme auch durcheinander. Halt einfach dann auf einem anderen Level durcheinander. Das gehört auch dazu. Also ich muss auch sagen, so kleine Mods wie X-Science helfen sehr, die Sachen zu erledigen und sich vorher einen Kopf machen. Und wenn man sich's nicht merken kann... Ich habe hier einen Block und einen Stift immer neben mir liegen, damit ich mir im Zweifelsfall, wenn ich merke, es wird zu viel und mein Kopf kann das nicht mehr halten, schreibe ich mir das auf, tatsächlich. Also ganz klassische Checklisten, wie man das so kennt, wenn man es vergessen hat. Übrigens waren es 6,7 Meter. So, sehr schön. Dann Recover Vessel. Sehr schön. Wir kommen mit großen Schritten auf unseren ersten Moonflyby zu. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir Wissenschaftspunkte technisch stehen. Ich glaube, wir können es uns leisten. 95,2. Aber Punktlandung, Freunde. Punktlandung. So, Valentina hat natürlich auch ein Transport Ribbon bekommen und sie hat den Research 3 Ribbon bekommen, weil sie jetzt schon 100 Science-Punkte für uns eingebracht hat. Und Meoran, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen natürlich bei den Kyronauten. So, zack.
Zack. Was wollten wir machen? Genau, wir wollten jetzt zum Mond fliegen. Jetzt würde ich mal gucken, ob wir das noch irgendwie mit was verbinden können, was Kohle bringt. Temperature Surveys, Fokus, 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 Polar Orbit of Kerbin, na, Touristen werden wir nicht damit verbinden, weil wir wollen unbemannt fliegen. TS-12 Stack Separator at the Launch Site. Wir müssten einen Stack Separator einmal drunter bauen und den testen und würden ein bisschen Kohle dafür extra bekommen. Und einen Wissenschaftspunkt und einen Reputationspunkt. Den würde ich mitnehmen. Das, der 1,2 ist doch, glaube ich, der Standard Stack Separator, oder? Müssen wir dran denken, den auch wirklich zu testen. Ach, meine Güte, jetzt ich muss mal ins Forschungshaus erstmal, also zum R&D rein, bevor wir hier anfangen, wilde Dinge zu tun. Die Frage ist, was nehmen wir an Instrumenten dann mit? Das wird nochmal spannend. Aber jetzt machen wir erstmal hier, guckt mal. So, die Idee war ja, dass es hier... das Fairing gibt, ne? Ja. Hier hätten wir das Fairing. Damit kriegen wir hoffentlich die Kiste ein bisschen stabiler. Jetzt ist noch für mich die Frage, es gäbe ja noch eine andere Möglichkeit, die will ich zumindest erkunden, ob die in unserer Reichweite liegt. Nämlich einen geileren Probe Core. Die liegt in unserer Reichweite. Lasst uns lieber den Weg gehen. Aus folgenden Gründen. Passt auf. Kostet uns auch 90 Punkte. Ja. Es ist kein Fairing, das ist mir völlig bewusst. Das Fairing müssen wir uns unbedingt holen. Wir brauchen das Fairing in Zukunft, da bin ich bei euch. Aber hier passieren jetzt ein paar super interessante Sachen in dem Bereich und die erkläre ich euch jetzt auch, warum ich das nehmen werde. Wir brauchen die 90 Science-Punkte, so oder so. Electrics hat ein paar richtig coole Sachen, nämlich erstmals hat noch ein Experiment mit dabei, die RWPS-Antenne. Ghetto Blaster ist auch immer super, aber anderes Thema. Capacitor Bank, bla, alles cool. Photovoltaic Truss, ja. Der ist super wichtig, denn den können wir inline bauen, können oben Fallschirm draufsetzen. Damit ist der aerodynamisch und er hat SAS. Das ist der erste, Entschuldigung, SAS. Er hat einen Stability Assist. Der hält seinen Kurs beim Fliegen. Das ist halt ein ganz großes Problem mit dem Octocore. Deshalb, der ist auf jeden Fall richtig, richtig wertvoll für unseren Flug Richtung Moon, weil das so viel spart. Wir haben echte Photovoltaik-Panels mit dabei. Wir haben einen Inline-Batterietank, was auch super hilft. Thermal Control ist noch nicht so wichtig, aber ist okay. Lampen ist noch nicht so wichtig, ist okay. Bla, das sind so Bodenexperimente. Und wir kriegen noch für Universal Storage auch die erste Batterie. Aber das plus unbedingt, also die Photovoltaik-Panels. Wir haben jetzt ein bisschen gecheatet mit denen, indem wir die, gecheatet ist auch übertrieben, aber wir haben halt die von den Bodenexperimenten benutzt. Hier ist das erste echte Solarpanel, was auch ein bisschen mehr generiert drin. Und was vor allen Dingen auch sehr flach anliegt beim Start. Super wichtiger Schritt, um mit Live-Support oder eben einem Probe-Core zum Mond zu fliegen, weil vorher funktioniert das halt einfach nicht, weil kein Strom oder nicht ausreichend. Okay, lasst uns das nehmen. So. Sehr, 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 sehr cool. Hier passieren jetzt sehr viele Sachen. Oh mein Gott! Oh wow, was hast du denn da gefunden? Oh, shit, ich hatte das eingebaut für Alien Isolation und ich habe selber vergessen, dass es an ist. Ich habe beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Bitte mach das nie wieder. Das wollte ich beim nächsten Mal Alien Isolation erklären, aber da wäre ich irgendwie mentaler ein bisschen besser drauf vorbereitet gewesen. Ich glaube, das war ein Zufallstreffer, Markus, oder? Alter, ich glaube, ich habe mir gerade mein Trommelfell nach innen ins Gehirn gedrückt. Ja, jetzt wisst ihr ja, wie es funktioniert. Wie gesagt, ist eigentlich für Alien Isolation gedacht. Aua, ich habe auch Stöpsel in den Ohren, Alpintiger, wenn es dir irgendwie hilft. Ich muss das, glaube ich, für euch ein bisschen leiser drehen. Autsch. Das ist für Alien Isolation gedacht. Das sind entweder, dann kann man sich entscheiden, wenn es in die Spenden gehen soll, sind es exakt 2 Euro oder halt 200 Bits, wenn man Bits nimmt. Falls man mich bei Alien Isolation mal zwischendurch ein bisschen schocken will. Hat jetzt halt nicht so gut geklappt. Also nicht so gut geklappt im Sinne von, dass es bei Alien Isolation passiert.
Okay, mein Herz schlägt auch wieder halbwegs. Please don't do again. Probodyne Octo, den unlocken wir auf jeden Fall. Und wir nehmen das hier auf jeden Fall mit. Und ich glaube, den Inline Battery Tank, der macht auch total Sinn. Sehr schön, dann können wir uns jetzt eine Moon-Rakete bauen. Tatsächlich. Also wir werden die relativ blind fliegen. Und zwar blind im Sinne von, ich kann die Manöver noch nicht machen. Das ist aber auch nicht ganz so wild. Die Idee wäre natürlich zu sagen, wir können auch Experimente zurückbringen. Deshalb würde ich Folgendes tun. Passt mal auf. Wir bauen uns einen Octocore. Das macht ja total Sinn. An den bauen wir auch aus der Wissenschaftskategorie eine Experiment Storage Unit dran. Zack. Und unter die klemmen wir noch... Wartet mal. Ich glaube tatsächlich Command and Control. Small Inline Reaction Wheel macht auch Sinn. Wobei ich diesen Grafikfehler ganz fürchterlich finde. Aber er hat auch was Amüsantes. Und die kleine Batterie. So, was, wie viel passt da rein? 200 Strom. Reicht. Ich gucke erstmal, ob ich mit einer klarkomme. Wenn wir nachher noch ein Bauteil übrig haben, würde ich das, glaube ich, in eine weitere Batterie investieren. Genau, ich kann keine Manöver bisher planen. Das kann ich mir auch noch nicht leisten, das freizuschalten. Das wird so ein bisschen das Eyeballing, einen Moonflyby zu schaffen, ohne mich dabei umzubringen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Solarpaneele. 0,0075. Das ist auf jeden Fall eher so das, was ich suche. Die würde ich, glaube ich, seitlich hier drauf machen. Every four computers now have primary control of critical vehicle functions. Gardamul, vielen lieben Dank für 500 Bits. Eine ganze Menge. Genau, für die glückliche Mission, Dankeschön, sehr gerne. Und für die tollen Gewinne, ja. Wie gesagt, unbedingt die Gewinner. Kardamul, Jojongs und wer was noch? Irgendwer was noch? Verdammt, ich hab's schon wieder verdrängt. Unbedingt auf Geet bitte eure Sachen claimen. Mein Devil ist auch noch mit dabei. Claimt eure Sachen bitte auf Geet, dass ihr als Gewinner auch bestätigt seid. Und dann schreibe ich euch an, was ihr haben wollt, in welchen Größen. Ich würde das übrigens folgendermaßen machen. Ich mache dann eine Sammelbestellung zu mir und würde das jedem Gewinner einzeln zuschicken und euch noch eine kleine Karte mit dazulegen. Genau. Dann haben wir das nämlich so. Jetzt aber mal zurück zu den Solarpanelen. Zack. Gut. Das ist jetzt nämlich eigentlich relativ aerodynamisch. Erschreckende Bits. Oh, das muss ich mir jetzt selber mal angucken. Das war bestimmt fürchterlich laut, oder? Sehr cool. Hier passieren jetzt sehr viele Sachen. Oh mein Gott. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Dankeschön. Ich hasse euch. Okay. Ja, es gibt nicht so ein richtiges... Ich habe noch keinen kleinen Decoupler, ne? Das heißt, wir gehen jetzt hier direkt auf die volle Breite. Meint ihr, dass das ein Problem gibt? Doll ist es wahrscheinlich nicht, ne? Stört's uns? Ich habe halt nichts, um da irgendwas zu tun. Muss halt. Kann ich jetzt nicht ändern. Der muss nachher ganz unten ran. Das war echt mies. Das war so mies. Weil ich nicht da, ich habe nicht drüber... Bei Alien Isolation hätte ich irgendwie zumindest unterbewusst damit gerechnet, dass es passiert. Aber dass jetzt jemand rein zufällig auf... Also es ist halt wirklich auch so eingestellt. Ein Bit mehr oder weniger würde es nicht... Und würde es nicht auslösen. Also 201 Bit oder 199 Bits lösen es nicht aus. Es löst wirklich nur 200 aus. Also es war super unwahrscheinlich, dass es jemand einfach so per Zufall trifft. Aber well, hinterher ist man immer schlauer. So, wir werden natürlich in stylischen... Oh, wir können auch richtig... Oh ja, wir fliegen auf die dunkle Seite des Mondes. Das sollte mit diesem Triebwerk zusammen auch eine richtig krasse... Delta-V-Zahl geben. 3400 Delta-V. Da geht einiges. Sehr schön. So.
Das wird Moon Probe 1. Unsere erste Moon Probe. Diallo, schönen guten Abend. Eieieiei. So, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall eine Funkverbindung. Das hatten wir schon festgestellt. Ich würde eine Deep Space Funkverbindung mitnehmen, also für den Flug zum Moon. Wir haben nämlich noch nicht so viele Möglichkeiten. Oh, ich habe auch noch... Oh, das Starten wird auch riskant, ne? Also das hier wird meine Langstreckenverbindung. Die reicht bis zum Moon mit einem Level 1 DSN. Das ist das, was wir im Moment haben. Haben wir 100 Millionen Meter. Also 100.000 Kilometer. Das reicht im Kerbal-System, um eine Funkverbindung zum Moon hinzubekommen. Und ich nehme mir eine passive, also flache... warte mal, das ist ein bisschen gefährlich, was ich hier gerade tue. Bla bla bla. Doch, das kann ich alles machen. Ich darf, muss nur daran denken, dass ich das nicht absplitte, bevor ich die Fallschirme scharf gemacht habe und auf Wiedereintrittskurs bin. Sonst geht das fürchterlich in die Hose. So. Und ich will vielleicht noch... Das ist ein sehr guter Punkt. Ich will vielleicht noch ein bisschen Science mitnehmen, tatsächlich. Öpen. Das ist ein sehr guter Punkt. Hier kann ich mich die ganzen Dinge reinbauen, die ich unterwegs gerne benutzen möchte. Und dann relativiert sich das wahrscheinlich auch mit den Delta V noch ein bisschen. Zwei davon werden nicht schaden. Das machen wir wieder nach dem Haben ist besser als Brauchen Prinzip. So, ich kann... Weil die kann ich nicht resetten. Die anderen kann ich resetten, brauche also jeweils nur einen davon. Also einen davon. So, ein Pressmat. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Können wir die ein bisschen weiter innen zusammenschieben? So klippt das noch nicht. Ich dachte schon, mein Chat ist kaputt. Wintermenzer übt für RSS. Was, wie, wo? Was, wie, wo? Warum Moon? Moon. Ach so, ja. Ach, du meinst da oben. Ja, du hast natürlich komplett recht. Ist natürlich... Und wenn wir kleinlich sind, ist es eigentlich sogar so korrekt. Du hast komplett recht. Didn't understand the question first. Aber du hast recht. Völlig. Ach, shitty, das geht nicht. Das geht leider nicht. Jetzt ist die Frage. Riskieren wir das in irgendeiner Form? Oder eben nicht? Will ich das da ranbauen? Eigentlich nicht. Das ist auch Universal Storage. Ich habe halt die Universal Storage Sachen noch nicht so wirklich. Ich glaube, ich warte damit noch. Wir kommen noch oft genug am Moon lang. Wir lassen es jetzt erstmal simpel, weil ich glaube, ich habe schon mehr als genug Teile verbraucht für die Nummer. So, Upper Stage mit 2600 Delta V. Das ist eine gute Ansage. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir damit... Wohin kommen auch? Wir brauchen einmal eine Upper Stage, die uns in den Orbit schiebt. Das wäre ganz gut. Dafür nehmen wir ein relativ einfaches Design, denke ich. Das sind schon mal 1259 mit einer 0,95er Thrust-Weight-Ratio im Vakuum. Das sieht sehr gut aus. Und dann packen wir darunter nochmal einen etwas größeren Stack. Ich glaube, das wird zu viel. Doch, es funktioniert sogar noch. Stimmt, wir haben keine schwere Upper Stage. Das könnte hinhauen. Ein bisschen Glück könnte das hinhauen. Mal gucken. Wie viel hast du im echten Leben? 1,01. Eieieiei. 1,01 Thrust Weight Ratio.
Lass uns das ein Stückchen korrigieren. So, wir hätten dann 2000, 2800. Definitiv zu wenig. 2800, 2900. Da fehlt ein bisschen was. Der eine Tank mehr macht es insofern besser, dass ich knapp rankomme. Okay. Partmäßig haben wir nicht mehr so viel Platz. Da klappt es auf jeden Fall nicht mehr mit den Flügelchen. Jetzt muss ich was überlegen. So sind wir bei 1,16, wenn wir vom Boden starten. Wir sind aber nicht mehr am Boden. So, und ich habe drei Parts jetzt frei, oder? Das würde genau hinhauen für meinen Plan, wie ich bauen würde. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das gewichtsmäßig alles hinhaut. Hammer. Ah, ich wusste, dass irgendwas ist. So, und dann brauchen wir noch einmal das Ding da unten. So, 1, und ein bisschen. 1,14. Ah, wir haben aber ein hohes Kipprisiko, ne? Es ist unbemannt. Es ist kein super hartes Risiko. Kostet uns 16.000, das ist nicht so schön, aber was wiegt hier viel? Gib sie alle ihre Köbeldollar. Niemals. Wir probieren das einfach. Wir probieren das einfach. Zwei Tanks weg und den großen Booster. Das wird gewichtstechnisch auch wieder problematisch. Und ich kriege den großen Booster nicht gesteuert. Ich habe das Problem, ich brauche dann Parts. Ich muss hin diese Flügelchen bewegen können. Und die kriege ich parttechnisch wiederum nicht hin. Wir probieren das mal aus. Mal gucken, ob es stehen bleibt. Wir müssen auf jeden Fall gucken, wenn wir jetzt mal dick Kohle verdienen, müssen wir unbedingt eine Sache aufbrechen, nämlich diese, und das, was immer gut ist, als erstes aufzubrechen, ist das Launchpad zu erweitern, weil es nicht so teuer ist. Dann sind wir dieses 18-Tonnen-Limit los, was uns erlaubt, mit großen Boostern zu fliegen, was dann wiederum das Part-Limit einfacher macht. Ist immer so ein bisschen rumgefummelt am Anfang, aber so. Los geht's. Wir probieren's. Mal gucken, was passiert. Achso, vielleicht gucken wir nochmal die ganzen Stagings an. Sonst passieren hier komische Sachen. So, ab hier sind wir auf dem Swivel. Das sollte ganz gut sein. Zack. Einmal gucken, ob das wirklich das richtige Triebwerk ist. Jawohl. Zack, zack. Okay, das passt. Fairing einschalten. Welches Fairing? Welches Fairing meinst du denn? Außer keins. Los geht's. Ich bin sehr gespannt, ob wir damit überhaupt wegkommen. Also wenn ich das gestartet bekomme, sehe ich sehr gute Chancen, damit in Moonflyby zu gehen. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen drum. Der Start macht mir ein bisschen Sorgen. Oh ja, und es wobbelt auch schon. Alter. Alter, knapper Mist. Oh, Höhe. Wir wollen vor allen Dingen Höhe. Alter, Kontrolle ist heftig eklig. Oh, fuck. Die ist halt schön gekippt, die Kiste. Okay, jetzt ist besser. Jetzt habe ich ihn. Nicht schön zu fliegen, kann ich schon mal sagen. Nicht besonders schön zu fliegen. Eieieiei. Das war costly, um es mal so zu formulieren. Das hat uns viel Sprit gekostet, aber es ist besser, als die Kiste kaputt zu machen. Das war richtig knapp. Hat die Mission gezündet?
Yes, okay, der Test. Nein, das war eine schlechte Idee. Das war eine richtig schlechte. Oh Gott, einfach stumpf daneben geklickt. Ich wollte einfach nur das Ding hier zumachen. Eieieiei. Okay, wir sind aber auf einem guten Weg. Wir haben 1,7 Trustworthy Ratio. Sieht gut aus. Ich muss jetzt einfach nur Höhe machen. Okay, also der Auftrag ist sogar erledigt worden. Und ich wollte, eigentlich wollte ich stehen und den Test halt machen mit dem Fairing. Aber ganz ehrlich, lieber so, als wenn es uns die Kiste zerhaut. Weil sie hat eindeutig das Kippen angefangen, weil ich sie nicht gestruttet habe. Oh, und sie wehrt sich massiv. Ich habe ein großes Problem hier mit der Aerodynamik, merke ich. Bin mir nicht sicher, wie gut das funktionieren wird auf der nächsten Stage. Da dreht er sich, da dreht er sich. Fuck, ich verdiene ihn. Ah, nein. Ich hoffe, ich kriege den nochmal eingefangen. Ja, sieht gut aus. Okay. Okay. Okay, die Höhe klappt langsam. Eieiei, das ist alles sehr, sehr... Ah, der bleibt nicht unten. Ist nicht schwer genug. Mir fehlen... Ah, scheiße, ey. Komm schon, geh hoch mit dem Arsch. Okay, ich glaube, die Atmosphäre wird langsam dünn genug, dass ich das spielen kann. Komm schon, komm schon, komm schon. Kämpf, du blöde Rakete. Kämpf. Ah, nein, dreh dich nicht nochmal weg. Alter, bleib hier. Komm, 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 komm. Wow. Wow, ist das mistig zu fliegen. Das wird, ich weiß nicht, wie viel Delta V uns das gerade kostet, die Aktion. Ich weiß nicht, ob wir mit der Upper Stage noch zum Moon kommen. Wir können es probieren. Letzten Endes ein bisschen Glücksspiel. Das ist halt diese harte Kante da oben, die uns in der niedrigen Atmosphäre solche Probleme bereitet. Und hier ehrlich gesagt auch noch. Ich muss unbedingt höher kommen. Ich gehe mal ein bisschen steiler nach oben. Und steiler nach oben lässt mich dann automatisch wieder flippen. Das ist richtig mies. Aber wir brauchen die Höhe. So beschissen zu fliegen, das glaubt ihr gar nicht. Aber man hört wahrscheinlich mein wildes Geklickel. Ah, Mann. Komm, gib mir Höhe. Gib mir einfach ein bisschen mehr Höhe, dass wir aus diesem Mist hier rauskommen. So, ich glaube, langsam wird's besser. Okay, das hat uns richtig, richtig, richtig viel Delta V gekostet. Ich glaube nicht, dass wir den... Na, wir probieren es mal. Mit ein bisschen Glück reicht das noch. Yes. Okay. Wir probieren jetzt mal flach rauszugehen. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Man hört wahrscheinlich echt... mal gucken. Puh. Wird eine harte Nummer auf jeden Fall, das Ding zurückzubringen in einem Stück. Aber wenn der Flyby funktioniert, ich glaube, wir müssen nicht zurückkommen. Ich glaube, wir müssen nur einen Flyby machen. Ich glaube, von zurückfliegen hat keiner was gesagt. So. Okay, wir haben noch einen kleinen Schub, den wir brauchen, um in Orbit zu kommen. Dann haben wir eigentlich genug, um Moon Flyby zu machen, wenn ich treffe im ersten Versuch. Das sieht machbar aus. Ja, Free Return wird halt schwierig, die blind zu fliegen, ganz ehrlich. Aber wir können zumindest versuchen, sie so zu fliegen, dass ich nicht zu viel bremsen muss. Wenn ich den Moon jetzt so erwische, dass er mich rauskatapultiert, ich sehe die Kursprognose nicht. Das ist ja der Haken an der Sache, ne? Ich sehe definitiv die Kursprognose nicht. Und jetzt muss ich mal sehr schnell gucken, dass ich einmal booste, bevor ich in diesen ekligen Part komme.
wo ich keinen Empfang mehr habe. Es ist doch noch relativ viel Delta V, ne? Ich habe nämlich gleich... Hier ist nämlich... Ja, genau dieser Outage, den ich meine. Shit, ich hoffe, wir sind weit genug geboostet, dass wir wieder Empfang kriegen, weil ich habe jetzt gerade kein Funksignal. Irgendwo hier hinten kommt wieder eins. Komm schon. Gib mir Empfang. Komm, lass mich nicht abstürzen. Nicht so. Das ist so bitter. Warum ist denn hier überhaupt kein Funksignal? Da ist es. Puh. Ah, das wird schon knapper. Zack. 70 Kilometer Höhe. Okay. Heieieiei. Wie viel haben wir noch? 1023. Das wird knapp. Das wird richtig, richtig knapp. Können wir überhaupt ZS Target machen? Nö. Okay, Freunde. So weit, so schlecht. Wir sind schon mal im Orbit angekommen. Antenne an. Strom lädt auf. Okay. Das Schlimmste haben wir erledigt. Jetzt kommt der Schuss in Richtung Moon. Ich würde ungefähr auf unser Periapsis ein Ticken vorher, würde ich zünden, glaube ich. Nee, Periapsis sogar. Genau, ich würde auf der Periapsis zünden, weil ich glaube, dass das reichen könnte. Wir werden sehen. Lasst uns zur Periapsis gleiten. Ich hoffe, dass wir an der Periapsis gerade Empfang haben. Sonst wird's kacke. So, da ist eine Station. Ich hoffe, das ist nicht die letzte. Aus dem Time Warp raus. Dreh mich schon mal prograde. Und Funkverbindung weg und wir kriegen keine neue. Moment. Schön. Läuft bei uns. Hier brauche ich nicht mehr zünden. Ja, wir müssen einen Orbit mehr gehen. Das ist zu spät. Ich muss einen Orbit mehr gehen, damit Kerbin sich weiter dreht. Damit wir die Station dann da haben. Also wir kriegen jetzt eine Funkverbindung auf der Stelle, wo wir eben waren. Einfach weil Kerbin sich ein Stück weiter gedreht hat. Dann sollte das diesmal nämlich klappen. Ich hoffe, wir kriegen dann auch das gesamte Manöver durch. So, und jetzt ist es relativ exakt auf der Periapsis. Es ist immer ungefähr mit so einer Rakete ein 30 bis 40 Sekunden Burn. Deshalb würde ich den so 20 vor Periapsis ansetzen. Und dann hoffen wir einfach mal das Beste. So, jetzt sind wir gut versorgt mit Funk eigentlich. Das ist fast auf der Höhe der Periapsis. Und dann schießen wir. Kurz danach geht der Moon noch auf und ich will vor ihm lang. Ich will auf jeden Fall vor ihm lang, weil das erhöht die Chance, dass ich tatsächlich einen Free Return kriege. Oder zumindest so nah wie irgendwie möglich dran bin an dem Free Return. Und wir zünden bei Periapsis zu 20 oder 20 Sekunden zu Periapsis und beobachten dann, wie sich das hier entwickelt. 3, 2, 1 und los. Auf geht's. Let's rock'n'roll to the moon. Ich glaube, wir sind in einer ganz guten Position, um vor ihm lang zu fliegen. Ich stretche mich exakt oder so exakt wie möglich bis auf die Moon-Umlaufbahn drauf. Ist jetzt alles keine ganz exakte Wissenschaft. Because of... Naja, ihr wisst schon. Keine Manöver und so. Ah, das ist okay. Das sollte okay sein. Ich glaube, das reicht für ein Flyby.
in irgendeiner Form. Wir sind auf seinem Kurs drauf. Wir bleiben hier oben relativ lange. Also an irgendeinem Punkt muss er uns eigentlich catchen kurzzeitig. Es würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Und wir haben noch 190 Meter pro Sekunde übrig. Wenn er uns nicht komplett rausschleudert, können wir damit potenziell zurückkehren. Das kann reichen. Das muss nicht reichen. Es kann aber reichen. So, und jetzt machen wir hier mal Freund Blaseberg an. Nee, hier möchte ich ehrlich gesagt nicht das Zeug machen. Wir gehen jetzt mal Space High over Kerbin. Da können wir nämlich schon mal einen Mystery Goo gegebenenfalls noch machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den schon habe. Wir sollten ihn aber ausprobieren. So, wir sind mittlerweile 250 Kilometer hoch. Das sieht gut aus. Jetzt sollten wir Space High over sein. Was haben wir hier alles noch nicht gemacht? Schade. Ich hätte jetzt gedacht. Aber die habe ich schon mal gemacht, wahrscheinlich. Schlicht und ergreifend, daran wird es liegen, dass ich die schon mal durchgeführt habe. Ja. Okay, ist nicht so wild. Close. Ihr seid meine Leckerlis für den Moon. So, und ich bin echt zuversichtlich, dass das hinhauen wird. Mal sehen, ob er uns irgendwo fängt. Achso, das sollten wir jetzt tatsächlich ausmachen, sonst kommen wir nirgendwo hin. So, Strom ist da. Funkverbindung ist auch mehr oder weniger da. Die Antenne ist auch ausgeklappt. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach. Dass die auch, die darf auch transmitten und alles. Transmit Data, Require Complete, bla bla bla. Alles ist gut. Alles ist richtig super. Check. Okay. Dumm, 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 dumm. Blindflug zum Moon. Ich bin gespannt. Es gibt eine Landung auf dem Moon. Eine sehr schnelle Landung, das werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass es so exakt ist. Aber wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall, erwische ich ihn. Ich erwische ihn auf jeden Fall. Und damit ist der Auftrag erledigt. Was haben wir hier eigentlich alles gemacht? Das waren die Touristen. To boldly go! Sehr, sehr geil. Die werden wir uns auf jeden Fall holen. Den Test. Broken Speak Record. Jawohl. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kriege halt keine Kursprognose, bevor wir nicht in der Sphere of Influence vom Moon drin sind. Oh, shit. Ist nicht ganz ein Flyby, um es mal so zu formulieren. Tja. Und damit ist es ein beschleunigter Swing-By. Das heißt, wir müssen es eigentlich in die Richtung drücken. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viel uns das bringt, also ob das noch klappt. Ich will nämlich eigentlich hier dran vorbei, um einen gebremsten zu fliegen. Ist immer schwer. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Also, die gute Nachricht ist schon mal, wir haben ein Close Encounter. Very close. Yes, dicken, dicken Bonus. First Flyby of the Moon. Die Frage ist jetzt, was machen wir? Wir können mit relativ wenig Aufwand das Ding hier nach außen drücken. Und wir können versuchen, ich guck mal, wie schlimm es wäre. Das ist der. Wir wollen aber da lang. So. Das wäre der hier. 190 Meter pro Sekunde. Oh, das wird nicht halten, oder? Das schaffe ich nicht. Schaffen wir das? Wollen wir es riskieren? Ich würde sagen, wir riskieren, dass es ein nicht mehr reicht. Das reicht nicht, oder? Müsste reichen, damit wir nicht aufschlagen. Und damit müsste es uns zurückziehen zumindest. Ich weiß nicht, wie tief zurückziehen. Ich glaube, es wäre sehr viel Glück, wenn wir wirklich einen Return bekommen. Es wäre wirklich sehr viel Glück, wenn wir damit einen Return bekommen. Aber das müsste uns eigentlich zurückziehen. Wir werden es sehen.
kann auch eine Bodenprobe nehmen. Ja, ich kann die mit dieser Antenne so schöpfkellenartig über den Boden gehen. Auf jeden Fall kriegen wir Experimente low over. So. Jetzt wird's spannend. Also, Observe Materials Bay. Jetzt können wir eigentlich sagen, nehmen wir Low mit, oder? Also wir können Mystery Goo auf jeden Fall Low und High mitnehmen. Observe Mystery Goo. Zack. Einmal Low. Einmal auf High Over. Zack. Log Temperature. Zack. Log Pressure Data. Zack. So, die sammeln wir jetzt schon mal hier ein. Dann haben wir die nämlich schon mal hier oben drin. Das ist ja schon mal prinzipiell eine gute Sache. Wir haben 32 Meter pro Sekunde, Freunde. Wir haben 32 Meter pro Sekunde. So, und jetzt geht's in Richtung Low Over. Das wird spannend, auf jeden Fall. Okay, jetzt wird's sehr, sehr, sehr knapp. Mal gucken, wie schlimm insgesamt. Ich hoffe, wir haben keine Stelle erwischt, wo der Boden zu holprig ist. Ach shit, ich kann keine Experimente gerade machen, weil keine Verbindung, ne? Ja, das habe ich nicht gut bedacht. Da war die Gier zu groß. Jetzt müssen wir mal gucken, wann eine Funkverbindung wiederkommt. Oder ob das Ding irgendwo aufsetzt. Gleich haben wir den tiefsten Punkt erreicht. Okay, wir steigen wieder. Wir waren auf 4000 Meter am Boden dran. Jetzt ist die große Frage, wann kriege ich meine Funkverbindung wieder? Wie hoch bin ich da schon? Ob es noch für Low Over reicht? Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist dann halt so. Ich werde mich nicht beschweren. Schöner Moonflyber. Sehr schöner Moonflyber. Und Lord Grimmisch, vielen lieben Dank für den Resub. 13 Monate. Dankeschön. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich noch eine Funkverbindung kriege. Ah, das wird knapp. Ich glaube nämlich nicht mehr, dass ich noch niedrig genug bin. Ich glaube, unter 60 muss man sein. Ah, das wird knapp, aber nee. Es ist noch... Ich komme zu schnell nach oben. Da ist er wieder. Aber ich denke, jetzt werde ich schon high over sein. Ja, Space high over. Ist egal. Haben. Collect all. So. Die hatten wir. Alles gut. Ja, jetzt kommt die spannende Frage. Was ist passiert? Was ist flugfahrttechnisch mit uns passiert? Reichen unsere 32 Meter pro Sekunde, um den Wiedereintritt zu erreichen? Ich glaube nicht. Nee. Im Leben nicht eigentlich. Aber wir können es trotzdem probieren. Indem wir auf der Apoapsis alles, was wir haben, nochmal rausrotzen. Aber ich glaube, das ist zu wenig. Swoosh. Okay, wir haben aber über die Milestones auf jeden Fall richtig gut Kohle gemacht. Das ist gut. Wenn wir es jetzt noch gelandet bekommen, die Experimente, ist super. Wenn nicht, funken wir die einfach rüber. Das ist auch besser als gar keine Wissenschaftspunkte. Also ohne diese Flips im Aufstieg hätte es richtig gut funktioniert. So, wir haben noch 20 Minuten bis zur Apoapsis. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir die reduziert bekommen. So, wir sind jetzt ziemlich exakt auf der Periapsis, auf der Apoapsis und können jetzt ein ganz kleines bisschen burnen. Mal gucken,
ob wir irgendwo hinkommen noch damit. In Richtung eines Wiedereintritts. Das wäre natürlich der Hammer. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Nee, ich glaube nicht. Kilometer. Das reicht nicht. Es reicht, aber ums Verrecken reicht es nicht, ne? Oder? Oder? Doch, das reicht, Freunde. Das reicht für einen Wiedereintritt. Vielleicht nicht beim ersten Durchflug. Aber wenn wir jetzt noch den Decoupler dann nutzen. Und wir können den Decoupler nutzen, denn ich habe alles hier oben dran, was ich brauche. Das wird reichen. Wenn wir den Decoupler noch nehmen, um jetzt seine Kraft zu nutzen. Das klappt. Passt auf, ich muss nur den hier fertig machen. So, 3000 Meter. Ich werde ihn halt nicht steuern können. Das wird mein Problem sein. So. Und ich werde genau falsch rum eintreten, glaube ich. Wenn ich jetzt hier mich die Kappel. Wenn ich mich jetzt hier die Kappel. Aber die Dinger haben eine Omni-Antenne, ne? Arm-Parachute. Freunde, wir probieren das jetzt. Weil wenn ich jetzt den Decoupler zünde, kriege ich nochmal einen Schub. Weil das Ding hier ist deutlich schwerer als ich. Ich bin sehr leicht mit dem oberen Ding. Das wird mir locker nochmal ein paar Kilometer bringen. Und damit einen harten Wiedereintritt. 3, 1, Risiko. Yes, 23 Kilometer, super. Kann ich noch steuern? Nee, erstmal nicht. Okay, ich kann eigentlich nur hoffen. Ich hätte SRS vielleicht ausmachen sollen, aber irgendwas ist immer. Ich kann nur hoffen, muss ich tatsächlich sagen, dass der sich drehen wird beim Wiedereintritt. Vielleicht klappt's. Vielleicht klappt's nicht. Dann sind die Science-Experimente erstmal weg für diesen Part. Aber vielleicht klappt's. SRS hätte noch ausgemusst. 10 Airbrakes sind tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Du willst bei so einem direkten Return eigentlich instant reingehen auf ungefähr 35 bis 30 Kilometer Tiefe der Atmosphäre. Okay. Ich habe ein ganz schwaches Signal. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich habe ein schwaches Signal. Ich weiß nicht, ob ich damit steuern kann, aber ich habe ein schwaches Signal. Ich kann steuern. Sehr, sehr geil. Damit kann ich auch den Heat Shield in Position bringen. Sehr, sehr, sehr geil. Weil ein schneller Wiedereintritt bringt dich halt schnell mit deinem Hitzeschild da durch, während ein sehr flacher Wiedereintrittswinkel deine Ablator mit der Zeit massiv aufbraucht und du irgendwann komplett exponiert durch die Atmosphäre durchgehst. Was ein ganz, ganz großes Problem ist. So, und das sieht jetzt gut aus, dass wir hier nochmal nachkorrigieren können. Ich versuche so gut wie möglich, so lange wie möglich, ihn in Position zu bringen. Oh, unser Signal ist auch relativ... Oh, mal gucken, wie lange das noch hält. Mal gucken. Jetzt ist es wieder weg. Ich hoffe, wir kriegen noch ein neues Signal vorm Aufschlag auf die Atmosphäre. Komm schon, gib mir noch irgendwas. Gib mir irgendwas. Okay, es ist besser als nichts, aber... Da ist er. Okay, das ist der Hammer. Der Hammer, dass wir den jetzt nochmal bekommen haben. Das ist richtig wichtig gewesen. Ja, Arsch zuerst und los geht's. Das wird eine heiße Nummer. 3000 Meter pro Sekunde. Fallschirm ist scharf, meine ich. Ja. Wir können jetzt eh nichts dran ändern. Wir können nur hoffen.
Oh, das sieht nicht gut aus. Nee. Wisst ihr, was das Problem war, glaube ich? Das sind diese Grafikfehler an dem RCS-Ring, an dem Reaction Wheel gewesen. Die haben rausgestanden. Die haben tatsächlich Hitze genommen und dann das ganze Ding aufgeheizt. Schade. Schade, schade, aber es hilft ja nichts. Aber hey, es ist quasi, es hat fast funktioniert. Wir haben unsere Mission erledigt, das ist der wichtige Part. So, ein Fail. Ja, das kann man werten. So, was sagen wir denn da? Space Center. Nö, das war nicht der Kraken. Das ist schon okay. Das kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Irgendwas hat übergestanden, auf jeden Fall. Oh, gute Nacht, Worthing. Gute Nacht. So. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, wie es funktioniert hat. Was haben wir hier als nächstes? Orbit the Moon. Gave a scientific data from the Moon. Return to Kerbin from orbit of the Moon. Mhm, mhm. Gute Sache an sich. Science data from surface of the moon, from space around Kerbin. Prinzipiell nicht schlecht. Ich muss gerade kurz überlegen, wie wir das zusammenstellen. Ich glaube, wir nehmen die zwei. Die zwei in Kombination müssten uns ganz gut vorwärts bringen. So, was jetzt mein erster Versuch wäre, wäre zu sagen, wir müssen unbedingt ich will gerade, ist mir das wichtiger? Ja, eigentlich ist mir das hier wichtiger als das Part Limit. So, Mission Control Upgrade kostet 150k, das Update kostet 300k. Das ist sportlich. Der kostet nachher 450k. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt Wissenschaftsdaten zurückbringen. So, wir haben jetzt das. Mission Control gibt uns zusätzliche Verträge. Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Aber das ist zu teuer. Ja, wir gehen mit Mission Control erstmal. Ist egal, da können wir aber später mehr Verträge annehmen. Wir sind jetzt nicht mehr so schnell in der Sackgasse. So, das heißt, wir haben noch 121.000 und wir haben als aktive Verträge. Das hier sind schon mal 15.000. Das hier sind potenziell auch nochmal 40, 70, 110, 120, 126 plus 82.000. Also nochmal 200k plus und wir kriegen Bonus noch mit drauf. Alle Moon-Verträge schon mal annehmen. Wir können natürlich auch schon mal alle Moon-Verträge annehmen. Stimmt, wir haben jetzt, das gibt uns ein bisschen Vorlauf. Bring Moonstone back with you. Ja, Moonstone, das ist dann bekörbelte Raumfahrt, aber Fly by the Moon, das gibt uns aber erst was, wenn wir Completion haben. Deshalb nehme ich den jetzt noch nicht an. Das hält mir das Bucket offen für Sachen, die mehr Kohle reinbringen. Alles gut. Alles gut. Ich glaube, das sollte werden. So, jetzt können wir ein bisschen an der Rakete rumschrauben, weil wir jetzt ein bisschen andere Möglichkeiten haben, nochmal damit umzugehen. Was nehme ich da oben raus? Ich glaube, ich würde sie ein bisschen anders bauen.
Ich fange nochmal von vorne an, tatsächlich. Mit der Moon Probe 2. Ich habe nämlich eine Idee, wie ich das diesmal abwickeln möchte. So, und zwar schummeln wir ein bisschen. Also wir schummeln nicht wirklich, aber wir schummeln schon ein bisschen. Indem wir einfach sagen, wir packen unseren Probe Core in dieses Bay rein. Damit haben wir nämlich den Vorteil, dass wir diesen Luftwiderstand, der uns gerade mit den Flips unheimlich viel gekostet hat, der war sehr teuer für uns, das müssen wir nicht mehr tun. Das ist alles gut, wir können das so erledigen. So, jetzt nehmen wir nämlich, nein, also schummeln in Anführungsstrichen. Ich schummle, indem ich sage, ich verpacke das anders. Also das ist nicht wirklich schummeln, nicht betrügen in dem Sinne, sondern ich schummle den, ich mogel den da rein. So war das eher gemeint. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Jetzt kann ich die nicht mehr leer machen. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen mehr mitnehmen. Obwohl, eigentlich brauchen wir tatsächlich nur eins, denn wir High and Low, obwohl, nee, wir können diesmal, wir fliegen einen Orbit, wir streben einen Orbit an. Das heißt, wir nehmen zwei Thermometer auf jeden Fall mit. Einmal für High over the Moon, einmal für Low over the Moon. Und wir nehmen zwei Prismat-Barometer mit. Zack. So, wir haben hier drin auch Torque. Das ist nicht ganz so super gut. Jetzt den Probe-Core nach unten wegen der Gewichtsverteilung. Das ist ein guter Punkt. Ups. Er trollt mich. Er möchte das nicht. Der Probe-Core sagt nein. So, jetzt hat er ja gesagt. So, ich guck mal, ob wir hier noch Strom dazwischen bekommen. Das wäre ganz nett. Oh, ja, aber das ist eine Form von Clipping, mit der ich ehrlich gesagt leben kann. Da ich nicht vorhabe, da erst der echte Bauteile ranzusetzen. Das Ding hat minimalen Reaction Wheel. Ne? Minimal. Ja. Das wird reichen für unsere Zwecke. Ja. Close. So, was wir jetzt nämlich tun können, ist hier oben schon mal mit freundlichen Grüßen aus der Aerodynamikabteilung. Oder... Was wiegt denn das jetzt? 230 Kilogramm. Das ist der Rocomax Brand Adapter. Der hilft mir hier nicht. Der ist halt hart drüber, ne? Aber es ist aerodynamisch. Was wiegt der Hitchin? 0,3 Tonnen. Der wiegt 0,1 Tonnen. Das sind halt 400 Kilogramm zu viel weniger als 400 Kilogramm. Ich hätte Angst, dass das Ding flippen würde. Sergeant Maxis, vielen lieben Dank für den Sub. Dankeschön und ganz herzlich willkommen. Nochmal auch an dich. Viel Spaß mit den Emotes und natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. So, den Deckel würde ich jetzt... Achso, ich bin hier auch in der Zweifachverteilung drin. Vielleicht machen wir das nochmal nicht, dass ich da aus Versehen gerade zwei von den Kappen draufgesetzt habe. So, lass es uns so machen, dass wir die hier tatsächlich draufschieben. Und da dann einfach zwei Fallschirme dran setzen. Ja, schön ist halt irgendwie anders, finde ich. Ah, da hätte ich ein bisschen Schiss, dass mir die wegfackeln, ne? Aha, ja so können wir das doch machen. Wir machen die einfach ein bisschen
kleiner. Bist du heute kleiner als sonst? Vielleicht sitze ich gerade ein bisschen komisch, weil ich da so reingucke. Lass das uns so machen. Das ist doch okay. Weil zwei von den kleinen reichen auch. Wir haben hier 306 Kilogramm. Jetzt machen wir noch ein Heatshield dran. Dann sollte das Ganze relativ entspannt sein. Das sind 606 Kilogramm. Das passt locker. Ich meine den Kasten. Nee, der Kasten ist genauso groß wie immer eigentlich. Da hat sich nichts dran verändert. Kommt dir nur so vor. So. Die sehen ein bisschen doof aus, so wie sie gerade gucken. Die gerne bündig bekommen. Aus halbwegs aerodynamischen Gründen. Aber nicht zu weit, weil die sollen noch aufgehen. Ich glaube, so sind wir ganz gut unterwegs. So, jetzt haben wir mal eine sehr kompakte Moonprobe. Die hat dann auch noch Empfang kurz vorm Wiedereintritt. Zack, zack, zack. Ach, shitty, jetzt müssen wir aber, wie kriegen wir die anderen Experimente zurück, ne? Wie kriegen wir die anderen Experimente zurück? Ich glaube, ich habe eine Idee, aber ich muss erst mal gucken, ob ich teiletechnisch klarkomme. So, lasst mich mal anfangen. Also, Decoupler. Zack. La, 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 la. Ist das, was mir gerade einfällt? Könnten wir einfach... Kann ja auch sowas bauen, ne? Passt der da quer rein? Das wäre witzig. Aber der hält da nicht. Okay. Dumme Idee. Kommando zurück. So, Upper Stage. Zack. Upper Stage Triebwerk. Zack. Einfach bis hierhin. Da hat man Dings drin. Hier muss jetzt auf jeden Fall wieder Funkverbindung ran. Ah, heute ist schön viel Moon. Gefällt mir. Hatte Bock auf Moon. Schön, dass wir heute ein bisschen am Moon rumspielen und direkt nochmal hinfliegen. Ich freue mich darüber. Tatsächlich. So, senkrecht einbauen und danach drehen. Ich habe eine andere Idee. Lasst es mich kurz probieren, ob ich partmäßig hinkomme. Dann werdet ihr es verstehen. Vielleicht ist es keine gute Idee, aber ich würde es gern versuchen. So... Ja, wie gesagt, Toaster, lass mich erstmal kurz probieren. Ich würde es so... relativ nett finden. Achso, ich brauche noch eine Upper Stage, Kasper. Der hier. Zack. Nochmal ein Decoupler. Da gehen die Teile aber schnell flöten. So, wo stehen wir jetzt? Bei 25 von 30. So, okay. Den raus. Zack. C-Level. Also ich könnte natürlich auch einfach, da muss ich hier nicht immer nachgucken. Compact, please.
118. Das ist okay. Ah, partmäßig, ne? Wird halt schon wieder spannend. Weiß schon, was er tut. Nee. Science Junior. Ja, aber. Die Frage ist, riskiere ich einen langen Flug auf einem großen Booster ohne Authority, die ich de facto nicht habe. Ich meine, der gibt mir wirklich guten... Na, der ist gar nicht so gut tatsächlich. Gibt mir einen guten initialen Boost, wenn ich ihn so einstelle. Funktioniert das, ne? Ah, ich werde das seitliche Konzept nicht bauen können. Dafür fehlen mir einfach die Teile. So, ich bin jetzt bei 27 Teilen. Ich brauche noch das Bay, ich brauche noch den Container, ich brauche noch eine Antenne. Dann sind meine Teile auch schon wieder alle. Schwierig, finde ich insgesamt. Das müssen wir ein bisschen reduzieren hier oben von Komplexität her. So, ich nehme jetzt mal bewusst hier drin den... Also ich werde jetzt euer Konzept nehmen, weil mir einfach... Mir gehen die Teile aus tatsächlich. Mal gucken, ob ich es reingedreht bekomme. Okay, das klappt ohne Clipping. Ich habe keinen größeren Tank freigeschaltet, Arnold. Das ist, ich würde gerne einen größeren Tank kaufen, aber ich habe keinen größeren Tank. Das ist, der 400er ist im Moment das größte, was ich forschungstechnisch zur Verfügung habe. Leider. Das tut mir genauso leid wie dir wahrscheinlich. So. So kriegen wir das reingelegt. Close. Und dann können wir hier oben nämlich einfach sagen, zur Reduktion der Bauteile. Wir nehmen statt einer Nose Cone mit zwei Fallschirmen einfach die Fallschirm-Nose Cone. So, das reduziert nochmal den Teileransatz ein bisschen. Das klappt ohne Clipping, hört man selten. Jetzt haben wir die schon. Antennen sind da. Wir brauchen jetzt noch Stromerzeugung im Sinne von Solarpanel. Und wir brauchen... Ich brauche Kontrolle über diese Dinger, sonst gehe ich ein. Das heißt, wir nehmen ein Solarpanel tatsächlich nur mit. Because
I like to live dangerous. Das packen wir uns hier hin, weil ich weiß nicht, ich habe keine gute Begründung dafür. Ich packe es einfach hier hin. So. Hattest du nicht zwei Thermometer drin? Stimmt, guter Punkt. Ich habe jetzt tatsächlich, kann ich ein bisschen reduzieren, denn ich habe mir ja selber ein bisschen Luft geschaffen. Durch. Das ist ein sehr guter Punkt. Wir hatten ja am Anfang dieses Aufräumding nicht. Damit kann ich die Dinger natürlich leer ziehen. Sehr guter Punkt. Danke für die Erinnerung, Tosse. Damit haben wir jetzt nämlich wieder ein bisschen mehr Platz für solche Scherze. So, close. Wenn wir jetzt noch sagen, wir nehmen uns drei Steuerungspnübbels hier unten dran, damit mir das Ding halt nicht abhaut beim Starten. Und drei, werdet ihr gleich verstehen, warum drei. Denn ich würde dann gerne noch einen so einen Launch Stability Enhancer ranbauen, damit ich nicht drauf gehe beim Starten. Weil das Ding kippt auf jeden Fall. So ein Spargel, wie das ist. Autostrat Root Part. Autostrat Heaviest Part. Autostrat Heaviest Part. Autostrat Heaviest Part. So. Juti. Ich glaube, wir haben's. Da trennen wir ab. Das, 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 das. Alles wird gut. Tschakka. Kurzer Delta-V-Check. Das Staging ist kacke. Bitte entschuldigen Sie mich kurz. Wir müssen hier einmal ganz kurz dafür sorgen, dass das Staging auch das tut, was es soll. Dann haben wir nämlich auch Delta-V-Anzeigen. Die tun, was sie sollen. Ja, so sieht das schon ein bisschen anders aus. 5500. So. Schmeißt die Zwischenstage raus. Du meinst diese Zwischenstage. Na, die Idee dahinter ist schon, dass diese Zwischenstage quasi den Orbit macht und finalisiert, während diese Stage mich Richtung Moon bringt. Wir können das natürlich ein bisschen effizienter wahrscheinlich sogar gestalten. Das wäre noch ein Ansatz, dass wir sagen, wir nehmen einfach statt noch einen Motor einfach noch einen Tank mit. Beziehungsweise bekommen wir jetzt durch den gesparten Motor sogar zwei Tanks mit. Und sind dann insgesamt hoffentlich bei etwas effizienterem. Pam, 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 pam. Damit geht's los. Dann kommst du. Dann kommst du. Und dann freuen sich hoffentlich alle. So könnte man das tun, richtig? Ich glaube, das wird funktionieren. Ich hoffe, das wird funktionieren. Wenn nicht, haben wir ein ganz großes Problem. Aber 17.000 sind machbar, sage ich jetzt mal. Okay, wir probieren das. Was wollen wir es groß overengineeren? Ich gucke nochmal, dass hier alles sauber gestruttet ist halbwegs. Du hast zwei Separator drin. Habe ich zwei Separator drin? Ne, der Separator hier ist gewollt. Achso, ja doch, da ist tatsächlich noch ein zweiter dazwischen, ja. Tanks nach unten. Ich würde die Tanks tatsächlich lieber in der Upper Stage haben. Also zumindest zwei. Einen können wir tatsächlich noch hoch runternehmen, aber den Rest lasse ich hier. So. Dual Tank da. Oh, wie es jedes Mal wieder das Ding hier zerreißt. So müsste das hinhauen.
So, 5800. Huch. Ich glaube, damit kommen wir ganz gut hin. 3,5 in Orbit. Tauchen sie nochmal da raus. So, bei 4,5. Ja, nochmal bremsen. Vielleicht kommen wir sogar zurück. Mal gucken. Okay, wir probieren das einfach mal. So, wo stehen wir hier? Wir sind gewichtsmäßig vielleicht sogar noch. Yes. Eventuell. Können wir da noch ein bisschen was rausholen? Nicht zu viel. Oh, es ist recht kurz, die Nummer, ne? 118. Not a lot of happiness. Wir probieren es. Wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, wie gut oder schlimm es ist. So, auf geht's in Richtung Mühen. Hopefully. Irgendwas vergessen? Bestimmt. Irgendwas wird fehlen. Wir werden sehen. Ja, die Flossen sind dann ein bisschen, also sehr instant mit weg. Aber ab der nächsten Stage habe ich auch ein Triebwerk, was Kontrolle ausüben kann. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Sie sollen vor allen Dingen das kompensieren, dass der Feststoffbooster nicht steuern kann. So, los geht's. Hui. Sieht gut aus. Geblieben. Sieht okay aus. Also ich kann ihn gerade ziehen. Das ist schon mal viel wert. Oh, jetzt kippt mir irgendwas. Nicht ganz traurig, dass das Staging kommt. So, wir beschleunigen noch. Auch das ist gut. So, 90 Grad is the way to go. Entschuldigung, Longspat. Entschuldigung. Es tut mir wirklich fürchterlich leid. Das war so nicht geplant und auch nicht gewollt. Aber wir sind ganz gut unterwegs. Im Moment auch mit relativ viel Kontrolle. Mal sehen. So, ich darf ihn nicht zu schnell kippen, weil wir haben gerade nicht übermäßig viel Thrust-Weight-Ratio. Das muss ich erstmal entwickeln. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen den Mittelweg zwischen nicht zu schnell kippen, trotzdem ein bisschen Gravity-Turn und nicht nach hinten drüber flippen, weil wir zu langsam gekippt sind. Jetzt geht's ganz gut ab. Das Schlimmste ist noch lange nicht vorbei. Helderian, das Schlimmste ist noch lange nicht vorbei. So, aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Upper Stage entwickelt sich Thrust Rate Ratio mäßig. Jetzt können wir in einen guten Turn gehen. So. Jawohl, wir kommen sauber rum. Oh, jetzt beginnt schon wieder irgendwas Lustiges. Aerodynamikmäßig. Total interessant. Wie er da immer so seinen kurzen Spleen hat. Woher auch immer der kommt. Die Scherwinde mittlerweile? Nee, oder? Sowas simulieren die bestimmt nicht. Ich möchte es ihnen nicht zutrauen, ehrlich gesagt. Das wäre ganz fürchterlich, wenn es so wäre. So. Die Höhe kommt. Geschwindigkeit ist in Ordnung. Wir haben genug Druck, um ein bisschen flacher zu gehen. So. Puh. Es geht.
Damit können wir doch arbeiten, würde ich sagen. So, wo ist die Sonne? Wow, 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 wow. Auf den Roll hat er nicht besonders gut reagiert. Nicht so besonders gut. Okay. Ich push uns auf jeden Fall diesmal ein bisschen höher noch. Das war so die Lektion aus diesem Gap. Und wir müssen dann unbedingt, wenn wir ein bisschen Kohle haben, mal ein erstes kleines Billo-Satellitennetzwerk bauen. Damit wir ein bisschen Abdeckung haben. John Doe, schönen guten Abend und auch hallo an Joe Hoon. Grüßt euch, ihr zwei. So. Leaving the atmosphere in a little bit. Jetzt geht's raus. So, unsere Hitze, unsere Nase wird gerade ein bisschen warm. Vielleicht müssen wir ein bisschen aufpassen, aber. Sie hat noch keine Hitzeeffekte, also. Also, außer dass sie rot wird. Also hoffe ich einfach mal das Beste. So, ich glaube, das reicht uns an Höhe erstmal fürs Erste. So, wir sind auch schon quasi fast im Orbit. Dadurch, dass wir so flach rausgeflogen sind. Jetzt warten wir mal noch. Das Ding können wir schon mal aufmachen für spätere Verwendung. Moin, Chefkoch, na? Jetzt wird's. So, der Start sieht schon mal sehr gut aus. Wir haben noch ganz gut Reserven im Tank. Das heißt, der Orbit sollte machbar sein. So, hier kommt der Funk-Outage, der uns diesmal aber nicht so richtig interessiert, weil wir sehr viel mehr Luft haben, um wieder in, ich sag mal, befunkte Gewässer zu kommen. Und da drüben bin ich ganz zuversichtlich, dass wir Funkkontakt haben werden. Sieht gut aus. Dann machen wir jetzt auf der Apoapsis kurz einen Orbit draus. Oh ja, Reminder, Reminder. Wir haben sehr, sehr wenig Drehimpuls. Sehr, sehr wenig. Oh wow, ist das wenig. Aber ist okay. Ohne SRS kann man sie einfach durchdrehen lassen, die Rakete. Auch noch ein bisschen Zeit. So. Kurz das Triebwerk mal reingehauen. Macht ja auch total Sinn für unsere Zwecke. So, und der Orbit um den Moon wird uns nämlich auch wieder den 400% Bonus geben. Von daher, gute Sache das. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall mal gucken, dass wir relativ bald beginnen, Satellitennetzwerke aufzubauen. Oder Funk-Satellitennetzwerke. Deep Spätzle Network. Damit wir mit solchen unbemannten Missionen oder in bekörbelten Missionen nicht immer dumm aus der Wäsche gucken, wenn gerade irgendwie was nicht so funktioniert, wie wir das wollen. So, einmal Schub. Oh, oh. Man darf nicht auf C drücken, wenn man X drücken will. Dann passiert nicht das, was man haben möchte. Unerwarteterweise. So, jetzt müssen wir einmal gucken, wo ist der Moon? Da ist der Moon. Hier sind wir. Hier ist der Weltraumschrott. Alles wird gut. Da so ungefähr. Also eine Runde müssen wir rum. Oh no, Funk ist kaputt. Oh, warte, warte, warte. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, alles gut, wir sind in der Sonne. Mit unserem einen Solarpanel, sonst ist er ganz schnell essig.
hier so irgendwo ist The Magic Point. Und da ist The Magic halber natürlich wieder kein Funkempfang. Sobald wir jetzt Funkempfang kriegen, fliegen wir. Come on. Okay. Sehr schön. Also ausrichten. Dann würde ich sagen, lass mal kurz gucken. Hier raus. Ja, das sieht gut aus. Das ist eine schöne, schöne Variante, um zum Mond zu fliegen. Auf geht's! Spätzle. Ich bin gespannt, wie wir diesmal rauskommen. Hauptsache, wir kriegen einen Encounter, dann werden wir unsere restlichen Delta V da auf jeden Fall in den Orbit reinpacken. Wie detailliert will er das eigentlich von uns? Return to Kerbin. Okay, wir sollen also auch zurückkommen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller, um die komplette Mission zu machen. Mal gucken. So. Wir haben jetzt noch 994 Meter pro Sekunde. Das sollte machbar sein, damit in Orbit und auch wieder zurückzukommen. Wenn wir uns nicht total dumm anstellen oder wenn ich mich nicht total dumm anstelle. Das Dumme ist, dass die Manöverplanung so ein bisschen fehlt, aber irgendwas ist bekanntlich immer. So, jetzt können wir nochmal Science Data from Kerbin Gedöns spielen. Und zwar Lock Temperature und haben wir gerade Strom? Nicht, dass ich mich umbringe. Ja, wir haben gerade Strom. Funken, please. Okay, den haben wir schon mal erledigt. 11.200 leckere Kerbel-Dollar. Ja, und dann können wir jetzt eigentlich die Reise zum Mond antreten. In der Hoffnung, dass es nicht schief geht. Strom lädt. Das heißt, Strom wird auch nach der langen Nacht hoffentlich wieder weiterladen. Because of Sonne ist noch in der Ausrichtung. Mit drin. Sieht gut aus. Okay, und dann schauen wir mal, wie unser Moon Encounter gleich aussieht. Wir müssen nur aufpassen, wir können natürlich hinter Moon nicht orbitmäßig zirkularisieren. Oh, das sieht schon wieder nach so einem wirklich miesen, kleinen... Ich bin aber auch fies unterwegs hier immer mit den Moon Encounter. Also ich kann auf jeden Fall den Moon sehr gut treffen. Das muss man mir lassen. Das muss man mir wirklich lassen. Man kann mir vieles vorwerfen, aber nicht, dass ich nicht fähig wäre, einen Moon Approach ohne Kursplanung zu fliegen. Im Gegenteil, es ist sogar immer ein sehr direkter Approach, wenn ich da angeschossen komme. So, wie schlimm ist es noch? Okay, ein bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch. Das könnte sogar hinhauen. Wenn ich da bin, habe ich Empfang. Das ist gut. Ich pumpe den jetzt mal noch so auf 20 hoch. So. Und da müssten wir Kerbin-Kontakt haben. Also ich sehe zumindest von der Periapsis aus Kerbin. Und damit haben wir eine sehr gute Chance. Hoffe ich zumindest. Unseren Orbit zu zirkularisieren. So, jetzt mache ich hier mal die ganzen Daten fertig. Zumindest die Sachen, die ich mehrmals benutzen kann. Das Labor hebe ich mir natürlich für Low Over auf. So, Open. Zack. Dann haben wir das nämlich schon mal. Du übersiehst da nicht. Das ist auch nicht Better Burn Time in den Tutorials, sondern du musst Escape drücken, in deine Settings gehen. Auf Deutsch heißen die natürlich ein bisschen anders. Und musst Extended Burn Indicator, das heißt natürlich auf Deutsch ein bisschen anders, enablen. Da kannst du den einschalten. Das ist kein Mod, das ist wirklich
normal, standardmäßig Stock mittlerweile. Aber du musst es einmal einschalten. Frag mich bitte nicht, warum sie es nicht standardmäßig einschalten. Ich glaube, in der allerersten Folge, meine ich, habe ich es erklärt. Ich glaube, da habe ich es gezeigt. Wenn du Folge 1 ganz am Anfang guckst, da bin ich einmal in den Settings drin, meine ich, und zeige es auch auf Deutsch. Ich meine mich zu entsinnen, zumindest, dass ich das getan habe. Wenn ich dich gerade in die Irre führe, dann tut mir das sehr leid, aber eigentlich habe ich es getan. So, ich warp mich da jetzt mal ran. Und ich bin wirklich, 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 wirklich sehr zuversichtlich. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Sehr schön. Okay, Freunde. We have a mission. Ich drehe mich mal ganz fix in Richtung Retrograd. Damit wir auch wirklich bremsen können. Aber wir kriegen einen Orbit auf jeden Fall. Wupp, wupp, da ist er. So, wie schlimm ist es? 733. Ich glaube, das ist okay für mich erstmal, für den ersten Schwung. Lasst uns Experimente sammeln, solange wir noch Funkverbindungen haben. Aber das wird relativ... Oh nee, ich glaube, wir haben einen sehr guten Orbit erwischt. Ich glaube, wir haben auf der gesamten Länge der Bahn Funkkontakt. Aber dann lasst uns hier auf jeden Fall Low Over... Euch das an. 45 Science, das ist richtig gut. Das bringt uns einen guten Schritt vorwärts. Wir müssen es dann nur noch nach Hause bringen. Nochmal 21,6 Science und Temperatur sind auch nochmal 14,4. So. Bis hierhin doch schon mal nicht schlecht. Welche Mods benutze ich nach dem Update alles? Mit Ausrufezeichen CCAN kannst du dir das runterladen und dann einfach dieses CCAN-File benutzen mit Kompatibilitätseinstellungen im CCAN auf 1.6 und 1.7er Version. Dann kriegst du die ganzen Mods und das ist, was ich benutze, so ziemlich. So. Eigentlich können wir es jetzt relativ gut abkürzen, indem ich mal gucke. So von der Richtung her müsste ich irgendwo hier so brennen. Da habe ich Funkkontakt. Ja, lasst es uns probieren, dass wir da hinkommen. So, wir haben einige nette Sachen. Explorer 1, Stable Orbit has been achieved. Check. Und für das Achievement kriegen wir plus 400%. Also es wäre deutlich billiger gewesen, aber wir kriegen ordentlich Kohle dafür. Entered Orbit. Und jetzt kommt auch gleich noch, dass wir den Orbit jetzt einmal verlassen. Das gibt nämlich auch nochmal dicken Bonus. Unter der Annahme, dass wir es schaffen. Das Problem ist jetzt so ein bisschen das Eyeballing. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gut genug treffe, dass wir tatsächlich so ungefähr... Ich würde es hier versuchen. Es ist halt jetzt wirklich Eyeballing, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich gebe jetzt so lange Gas, bis wir hoffentlich... Ah, das sehe ich auch nicht richtig, ne? Ich sehe, glaube ich, nicht richtig, wann ich den Orbit verlasse. Das müsste eigentlich reichen, um wegzufliegen. Mal sehen. Ja, ich glaube, die Richtung ist nicht ganz sauber gewesen. Aber es lässt sich jetzt nicht ändern. Mal sehen. Ich habe noch 543 Delta V, um zu korrigieren. So, wir müssten jetzt erstmal wieder in Kerbin Orbit kommen. Da bin ich relativ zuversichtlich. Ich bin mir nicht sicher, wie weit es uns rangepresst hat an Kerbin. Ich glaube,
nicht so gut, wie ich mir das gewünscht hätte, aber wir werden es gleich sehen. Hoffe ich zumindest. Mal gucken, ob wir überhaupt in ein Kerbin Orbit wechseln, tatsächlich. Ja, da ist er. Okay. Das ist nicht so schlecht. Das hätte alles deutlich beschissener laufen können. Okay, das wird uns ein bisschen Zeit kosten. Aber ich gehe jetzt zur Apoapsis. Ich will einfach sicher gehen, dass ich das Ding... dass ich das Ding nach Hause bringe. Deshalb fliege ich es jetzt wieder zur Apoapsis hoch, bevor ich bremse. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's tatsächlich spannend. Kriegen wir das noch hin? Aber eigentlich, ich habe 543 Delta V. Eigentlich müsste das passen. Also, das ist normal, dass bei manchen Haken dran ist, bei manchen nicht. Das kann sein. Wie gesagt, du hast vorher hoffentlich Kompatibilität für Version 1.6 und Version 1.7 eingestellt. Sonst wird er dir nicht alle Mods mitnehmen. So. Zack. Schön ausgerichtet. Und dann würde ich sagen, hämmern wir das Ding mal in Richtung Wiedereintritt, hoffentlich. Ich bin sehr gespannt. Come on, come on, come on. Ich weiß, dass du es willst. Das sieht gut aus. Das schaffen wir. Da ist sogar noch ein bisschen was im Tank übrig nachher, um kurz vorher nochmal zu bremsen. So, wir gehen auf 35 Kilometer. Das reicht eigentlich, um dafür zu sorgen, dass wir einen Wiedereintritt kriegen. Ich hoffe, dass wir vorher nochmal ein bisschen nachkorrigieren können, aber falls irgendwas hart schief geht, stellen wir das Ding jetzt schon mal sauber ein. So, 3 Kilometer, 1000 Meter über dem Boden, Close Arm Parachute. So, wir sind mehr oder weniger gut vorbereitet. Wir werden, wie gesagt, die restlichen, was sind das jetzt, 289 Delta V, werden wir kurz vor der Atmosphäre hoffentlich nochmal nutzen können, um zu bremsen. Das wäre zumindest so mein Plan. Oh, wir sind nicht gut ausgerichtet. Ich muss mein Panel in die Sonne drehen, sonst passieren hier dumme Sachen. Und die Dinger sollten wir auch schon mal zumachen. Und es wird sicherlich nicht besser, wenn wir wieder eintritt mit offenen... Wow, please stop. Please stop. Okay, so sieht gut aus. Dann ab nach Hause mit dem Hobel. Ich bin sehr gespannt. Drückt mal ein bisschen die dicken Körbeldaumen. Das ist sehr schön. Da kommt auch auf jeden Fall gerade die Launchzeit mitgedreht. Ich hoffe, dass das reicht, um uns Funkkontakt. Ich mache jetzt, glaube ich, mal den Flip and Burn, so nach dem Motto. Um dafür zu sorgen, dass ich mein Manöver hinbekomme und das noch machen kann, bevor ich den Funk hier verliere. Das wird nämlich gleich ziemlich flach werden. So. Oh wow, deshalb ist das so instabil. Ich frage mich gerade, warum dreht er denn wie so bunkloppter? Aber das bin ich selber gewesen. So, ein bisschen höher. So,
So sieht gut aus. So, und jetzt lasse ich den hier ein bisschen noch brennen. Weil das zieht unsere Apoapsis halt deutlich runter nochmal. Sodass wir nicht mehr ganz so schnell aufschlagen. Wie gesagt, wirkt keine Wunder, aber es bringt ein bisschen was. So, wir sind bei 30 Kilometer und Chefkoch, vielen lieben Dank fürs Follow. Was ist los mit dir? Chefkoch 2019. Hm? Neuer Chefkoch? So, ich muss mal ganz kurz... Ich hatte heute Sonnencreme drauf und irgendwie habe ich es gerade geschafft, dass mir die Sonnencreme ins Äuglein gelaufen ist. Was ich nicht so gut finde. So, Surface. Retro. Ich gehe schon mal ein bisschen weiter hier. Das wird ja irgendwie so laufen. Die ganze Nummer. Ich bin gespannt. Strom noch mal ein bisschen aufladen. Wo kommt er? Ah, hat einen Account, kommst nicht mehr rein. Ich verstehe. So, du bist scharf. Wir müssen jetzt noch mal... Verdammt, wir müssen gerade noch mal drehen, sehe ich. Damit ich dich abladen kann. Here we go. Noch 6 Minuten bis zur Periapsis. Das ist alles scharf. Strom ist aufgeladen. Freunde, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, wir müssten nochmal Funkkontakt bekommen vorher. Hoffe ich inständig, damit wir das stabilisieren können. Aber Fallschirm ist scharf. Jetzt schauen wir mal, ne? Na. Irgendwo hier war ja eine Station. Also ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich gleich nochmal Funkkontakt bekomme. Da ist er. Sehr gut. Zeitreffer rein. Ich bin gespannt, ob er es diesmal überlebt. Das Schlimmste, was ich mir jetzt eigentlich vorstellen könnte, wäre, dass er flippt aufgrund von nicht ausreichendem Gewicht auf der Heat Shield Seite. Aber ich hoffe, dass da so ein bisschen auch der SRS gegenhält. Ehrlich gesagt. Also ist nicht viel. Wir haben nicht besonders viel Torque. Aber ich hoffe trotzdem, dass es funktioniert. Alles Weitere werden wir sehen. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Wir sind jetzt in der Atmosphäre. Funkverbindung ist sogar noch da. Die wird uns... Oh, die wird uns auch, glaube ich, den gesamten Wiedereintritt erhalten bleiben. Bis auf den Plasma-Blackout. Da werden wir nichts tun können. Aber ansonsten... dürfte es klappen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Der Heat Shield ist am Start. Und jetzt darf es eigentlich einfach nur nicht flippen. Und hier sehen wir jetzt, glaube ich, auch die Auswirkung des Plasma-Blackouts. Ja, jetzt ist vorbei. Die Probe macht, was die Probe macht. Schauen wir mal. Bisher, toi toi toi. Please, 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 please. Das wäre so wichtig, wenn das funktioniert. Ein bisschen Sorgen macht es, dass wir nicht langsamer werden. Irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas stimmt überhaupt nicht. Irgendwas ist buggy. Tatsächlich. Guckt euch das doch mal an. Wir werden nicht langsamer. Hä? Und der Ablator verbraucht sich nicht. Das ist ja Blödsinn.
Irgendwas stimmt nicht. Ah, oh, das ärgert mich. Das ärgert mich, weil es funktionieren würde. Wir werden überhaupt nicht langsamer. Ich kann das Spiel nicht abbrechen mit Alt F4 und neu starten, weil dann ist die Mission gescheitert. Ich habe keine Quick Saves oder so. Ja, aber das wird nicht ausreichend langsamer. Das ist ja totaler Blödsinn. Wir steigen ja schon wieder. Wir fliegen ja schon wieder in... also ich muss das jetzt durchfliegen lassen, Zermine, sonst ist das Ding weg. Und danach... Pff, ich weiß es nicht, ob das funktioniert. Also wir können dann einmal das Spiel neu starten, aber ich muss vorher aus der Atmosphäre raus. Das ist sehr, sehr, sehr eigenartig. Nee, das wären nicht nur zwei Runden. Also wenn das so weitergeht, fliegen wir eher so 20. Es bewegt sich fast gar nichts. Also als ob er den Atmospheric Drag nicht richtig berechnen würde. Ich kann es euch nicht erklären, tatsächlich, was da genau passiert. Irgendwas funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich warte jetzt mal ab, dass er wieder aus der Atmosphäre rausgeht. Dann machen wir mal einen kurzen Break und ich starte einmal das Spiel neu. Das ist auf jeden Fall buggy. Das hat nicht angezogen. Also das hat in keiner Art und Weise angezogen. Er hat noch komplett bis runter auf die 30 Kilometer beschleunigt. Ich habe nicht einen Furz App later verbraucht. Also irgendwas ist da super buggy. Super, super buggy. Und Rainer Cyberjack, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommandanten. Ich will nur einmal raus aus der Atmosphäre. Warum geht dann die Temperatur so hoch? Ich weiß es nicht. Irgendwas buggt, wie gesagt. Deshalb werde ich jetzt einmal das Spiel neu starten, um zu gucken, dass er das im nächsten Umlauf hoffentlich sauber macht. Und gute Nacht, liebe Crazy, weil ich würde die Mission eigentlich gerne noch zu Ende bringen jetzt. Und eigentlich hat diese Mission alles, was sie braucht, um erfolgreich zu Ende zu laufen. So, ich gehe jetzt einmal Richtung Space Center, einmal sauber raus, start das Spiel neu und die Zeit könnt ihr gerne nutzen, wenn ihr euch kurz noch ein Getränk holen wollt, einmal Pipi machen oder so, das wird einen kurzen Moment dauern. Ich muss nur einmal komplett das Spiel ausmachen und neu starten. Das dauert einen kurzen Moment, weil riesen Mod-Setup. So, zack, Quit to Main Menü. Ah, das wäre so gut, wenn es funktioniert, weil wir dafür auch echt gut Kohle bekommen für die Mission. Und die Science mit an Bord ist. Aber irgendwie greift er gerade. Das macht mir ein bisschen Sorgen, wieso der nicht sauber greift. An der Atmo auf 30 Kilometer abgeprallt. Ja, das ist ja Blödsinn. Das ist ja völliger Blödsinn von der Simulation her. Weil es überhaupt keinen Bremseffekt gab. Also von daher alles gut. Das hat ja mit den anderen Raumschiffen auch geklappt. Und deshalb bin ich ziemlich sicher, dass das nicht war. Und an der Atmosphäre abgeprallt ist auch eine Aussage, die eher pressetauglich war. Man prallt nicht an der Atmosphäre ab und wird dann für immer ins Weltall rausgeschleudert. No, I don't want to update this. Wie viel Delta V würdest du für Biom-Hopping auf dem Moon einbeziehen? Es kommt darauf an, wie viel Biom, also willst du da wirklich komplett landen? Und dann kommt es halt darauf an, wie nah deine Biome beieinander liegen. Ich würde schon ein bisschen was einplanen, weil du machst halt immer wieder Hops, die du beschleunigen und bremsen musst. Also du hast ja beides mit dabei. Und da kommt es, wie gesagt, einfach ein bisschen drauf an, wie weit hüpfst du? Wenn wir darüber reden, dass du einen Sprung von 100 Metern machst, ist das eine ganz andere Delta-V-Anzahl, als wenn du mehrere Sprünge a 50, 60, 80, hunderte Kilometer machst. Und das kostet auf dem Mond schon ganz ordentlich, finde ich. Also wenn du jetzt eine Delta-V-Anzahl, ich würde nicht unter 1000 ansetzen, definitiv. Wenn du drei bis vier Biome abhoppen willst,
würde ich auf Moon auf jeden Fall 3000 plus sagen. Ich finde, der Moon ist auch nicht so richtig gut geeignet für Biomhopping, weil er einfach eine zu hohe Schwerkraft noch hat. Also ich mache auf Moon selten mehr als 2 Biome auf einmal. Minmus ist super für Biomhopping wegen der niedrigen Schwerkraft. Moon, ich finde die Raumschiffe zu aufwendig, ehrlich gesagt. Es lohnt sich meiner Meinung nach selten, da irgendwie so riesen Hopperei zu machen. Aber nur weil das meine Meinung ist, heißt das nicht, dass man es nicht trotzdem machen kann. So, ich hoffe, das findet sich jetzt. Weil eigentlich hat das Ding bremsen müssen wie nichts Gutes. Das hat kaum Gewicht, relativ große Fläche. Das sollte eigentlich echt gut einbremsen. Eigentlich sollte es echt gut einbremsen. Woraus sich übrigens diese ganze an der Atmosphäre abgeprallte Nummer immer sehr speist, sind diese X-15-Flüge von Armstrong, wo er sagt so, oh, dann ist er an der Atmosphäre abgeprallt und beinahe ins Weltraum rausgeflogen. Das ist so nicht ganz korrekt. Der gute Mann hat halt wieder Auftrieb gekriegt von der Atmosphäre, das ist korrekt, und ist dadurch weitergeflogen. Aber letzten Endes landet man natürlich immer in letzter Instanz. Bei sowas, wenn man vorher suborbital war, ist man es danach halt auch immer noch. Und in diesem Fall ist es so, dass eigentlich aus einer Mühenumlaufbahn 35 Kilometer oder tiefer in die Atmosphäre zu gehen, ist ein sicherer Wiedereintritt. Immer. Punkt. Der funktioniert. Und hier ist halt gar nichts passiert. Also hier ist wirklich gar nichts passiert. Bon Voyage-Mod spielen. Kann man statt Raketenhopping halt mit dem Rover fahren, ohne dass man stundenlang zugucken muss. Auch eine schöne Idee, ja. Wobei ich Rover fahren auch schön finde, wenn man es... Es ist halt immer auch nochmal eine Herausforderung zu sagen, dann, okay, ich lande halt auch wirklich so, dass ich zwei Biome direkt nebeneinander habe. Also mache eine relative Punktlandung und gucke mir dann beide Biome an. Zum Beispiel mit dem Rover, weil es eben nur 2-3 Kilometer sind. Oder mache nochmal einen kurzen suborbitalen Hop. Aber das Schöne ist, finde ich immer bei KSP, es gibt nicht richtig oder falsch, es gibt immer nur, man spielt das so, wie man Spaß dran hat und moddet das auch so, wie man Spaß dran hat oder lässt das mit dem Modding sein. Und das ist eigentlich das Coole an dem Spiel, dass man da so die Freiheit hat, das für sich selber zu entscheiden. So, und jetzt kreuzt mal die Finger, dass das funktioniert. Und wird es auf Minmus Hopping geben? Schauen wir mal. Lasst uns erstmal eine Moonlandung schaffen. Lasst uns erstmal eine Moonlandung machen. Zack, zack. Und wir gehen rein in unser Raumschiff. Oder in unsere Sonde, besser gesagt. Und dann hoffe ich mal, dass das gute Teil... Na, das Schöne ist, wir haben schon mal ein Relay geschaffen. Ist das nicht toll, das andere Ding? Aber es ist... Doch, da ist eine Antenne und Strom drin, ne? Theoretisch könnte das als Relay funktionieren. Mal gucken. Ist halt ein sehr hoher Orbit, aber theoretisch. So, Freund Blasebalg, ich hoffe für dich, dass wir uns darauf einigen können. Das Problem ist, wir werden jetzt den Strom, glaube ich, verlieren. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht so lange durchhält. Ist der Fallschirm immer noch scharf? Ja, okay, das hat der Safe mitgenommen. Ich kann nichts ändern letzten Endes. Ich kann jetzt nur sagen, ich nehme das SRS raus, tatsächlich, damit er sich selber stabilisiert. In der Hoffnung, dass er das kann. Also, dass er aerodynamisch stabil ist. Weil ich weiß nicht, ob ich noch Strom habe. Wird eine knappe Nummer auf jeden Fall. Mal gucken. So. Ich kann ihm jetzt nochmal grob die Richtung vorgeben. Und dann hoffen wir mal, dass er jetzt anfängt, tatsächlich zu bremsen bei dem Wiedereintritt. Weil sonst wird das eine zähe Geschichte hier. Eine richtig zähe Geschichte. Woher kommt unser Funk? Ich sollte schnell das SRS wieder ausmachen, bevor er weg ist. So, Fallschirm ist an. Ich gucke nochmal nach, ob er auch seine Infos sauber drin hat. Altitude 3000, 1000, jawohl, ist geahnt. Und Schluss. Keine Funkverbindung mehr. So, wir werden sehen, was passiert. Er hat einen ganz leichten seitlichen Drift. Aber das sollte sich eigentlich durch die Windströmung gleich wieder einfriemeln. Und dann
gucken wir mal. Also, eigentlich müsste es mit dem Gefährt ganz gut klappen. Das sieht schon mal gut aus. Er zieht sich gerade. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er auch dabei bleibt und nicht komplett rumflippt. Ja, der scheint sich gerade zu ziehen. Also, aerodynamisch scheint er stabil zu sein. So auf den ersten Blick. Jetzt kommt noch die große Frage. Ja, jetzt bremst er auch. Jetzt bremst er und wir bekommen auch Ablator-Verbrauch. Jetzt sieht es normal aus. Guter Tipp, das mit dem Neustart. Das sieht so aus. Also wenn er jetzt explodiert, lebe ich auch damit. Das sieht jetzt nicht mehr buggy aus. Das ist ein normales Bremsmanöver. Wir verbrauchen normale Ablator. Wenn er jetzt Hitze reinbekommt, ganz ehrlich, dann ist alles cool. Dann habe ich versagt beim Bauen. Das ist völlig in Ordnung dann, wenn er explodiert. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass er es nicht tut. Schauen wir mal. Und jetzt sieht man... Alter. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und jetzt sieht man auch, dass der AP deutlich schneller reinkommt. Deutlich, deutlich schneller, als das letzte Mal der Fall war. Alter. Markus, ich sag nicht danke für die 200 Bits. Ich hasse dich. Oh Mann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Scheint auch diesmal dadurch, dass SRS raus ist, also er bleibt sauber im Luftstrom liegen mit dem Hitzeschild. Der Fallschirm nimmt diesmal keine Hitze auf. Diesmal konnte man es im Chat wenigstens kommen sehen. Sehr schön. Ja, ich habe es leider zuerst gehört. Danke dafür. Not. So, sehr gut. Okay, wenn jetzt der Fallschirm noch so weit klappt und genug Drag hat, um dieses eigentlich geringe Gewicht aufzuhalten, also eigentlich sollte das alles easy peasy sein. Dann sind wir mit der Mission ziemlich safe. Ich gehe jetzt mal in Zeitraffer, weil hier passiert ja jetzt nichts Spannendes. Außer, dass er langsam runterfällt. Fallschirme sind auch safe. Ablator abwerfen ist ja im Prinzip, aber ich habe eh keine Möglichkeit zu steuern. Also ich habe keine Probe Control. Ich kann jetzt nichts machen. Egal, ob ich es gerne würde oder nicht. Ja, so ein bisschen eigentlich gehört dazu, Tunde. Es ist halt ein ungetestetes Modell. Das muss man halt einfach auch fair sagen. Deshalb kann ich immer nur davon ausgehen, dass es klappt. Der Fallschirm ist für was viel Größeres gedacht. Also es müsste mit einem Unding zugehen, wenn der das Teil hier nicht auf eine Geschwindigkeit runterbremst, die es nicht landet. Aber es ist halt ein eigentlich. Ich kann mir nicht zu 100% sicher sein, weil ich habe es ja vorher nicht ausprobiert. Zip. Ja, alles gut. Das wird jetzt eher eine längere Fahrt nach unten, aufgrund von sehr langsam sinken. Ja, Freunde, Mensch. Was machen wir mit dem angebrochenen Abend? Also was macht ihr mit dem angebrochenen Abend? Ich guck gleich mal kurz. Was? Achievement abgeschlossen. Wer beobachtet die Zuschauer? Was ist das denn? Erreiche innerhalb von 30 Tagen einen Durchschnitt von 75 Zuschauern. Mhm. Sagte, habe ich gerade geschafft. Dankeschön an euch. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Ist das nicht total super? Ich wollte eigentlich nur gucken, wen wir eventuell gleich raiden können. Ich bin mir nicht sicher, wie lange der Jack noch macht. Weiß jemand, wie lange der Jack noch macht? Ich glaube, wir probieren das einfach. 30 Minuten Verlängerung. Nix, 30 Minuten Verlängerung. Dum, 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 dum. Na komm, lande! 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 Okay, Zeitraffer raus, sonst passieren komische Dinge. Und wir sind nicht kaputt gegangen und jetzt gibt es hoffentlich ganz viele Wissenschaftspunkte. Den Auftrag haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt. So, jetzt muss ich mal beim Jack reinhorchen, ob der so wirkt, als ob er gleich aufhören will. Geht mal jemand bei Jack? Der will bis 0 Uhr machen. Dann werden wir uns gleich den Jack vornehmen. So, oh, 150 Signs, Freunde. Ich rieche Pharynx.
Ganz hervorragend, super viel Kohle, das ist sehr, sehr geil. Das Upgrade haben wir schon, dann machen wir jetzt nämlich dieses Upgrade durch. Das bedeutet nämlich, dass wir als nächstes, obwohl, ja doch, Manöverplanung. Manöverplanung ist prinzipiell eine gute Sache, oder? Prinzipiell eine gute Sache, oder? Ja, erstmal Manöverplanung, danach mehr Bauteile. Eins nach dem anderen, erstmal Manöverplanung. Pow! So, 330.000 haben wir noch. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen Shopping betreiben. Und zwar werden wir auf jeden Fall... Ah nee, nicht auf jeden Fall. Sparing muss gar nicht zwingend sein. Aber wir hatten gesagt, was uns auf jeden Fall helfen würde, um jetzt mal zum Thema auf jeden Fall zurückzukommen, größere Tanks. Dann können wir erstmal mit dem Part-Limit ein Stückchen weiterarbeiten. Das heißt, ich würde jetzt die nächsten 90 Punkte tatsächlich in die Fuel-Systeme setzen. Denn mit größeren Tanks unterlaufen wir das 30-Part-Limit erstmal ein Stück weit. Und haben schon mal ein bisschen mehr Puffer... Also Zeitpuffer, bis wir das Assembly Building ausbauen müssen. Also hier ist der große 1,25 Meter Tank mit dabei und wir kriegen auch die ersten Zwischenparts. Ja, Fuel Systems nehmen wir auf jeden Fall mit. Das macht Sinn. So, und jetzt ist die Frage, macht das hier Sinn? Was ist denn das? Nose Cones, Life Support, Viewing Cupulas. Ah, das ist so Zeug... Was man wahrscheinlich irgendwann mal braucht. Wir brauchen es bestimmt auch für Space Exploration oder irgendwas. Advanced Flight Control. Hat das hier einen dienstlichen Zweck? Wo sollen das... Ist hier noch irgendwas? Hier kommt bestimmt irgendwas, oder? Supply Bags. Also das wird Sinn machen. Vor allem ist eure geliebte Rundumleuchte da drin. Ich... Werde es aber ganz bewusst erstmal noch nicht kaufen, dann haben wir nämlich keinen großen Sprung, um nochmal 90 Punkte zusammenzubekommen, was eventuell Sinn machen kann. Wir sind nämlich jetzt, lass uns mal kurz gucken, was haben wir an Bauteilen? Rundumleuchte ist auf jeden Fall wichtig, auf jeden Fall. Ne? Wir haben, da ist es. Wir haben die kleinen Landebeine, das heißt, diese Probe-Landung, die uns auferlegt worden ist, die können wir potenziell machen. Und wir haben jetzt eben auch größere Tanks, mit denen wir Bauteile sparen. Sieht also gut aus. Ich glaube, wir sind für die nächste Folge sehr gut vorbereitet. Ich werde jetzt den Raid Richtung Jack starten. Diese Woche, was geplant ist, ich muss noch gucken, wie ich es umgesetzt bekomme, weil ich werde am... Jetzt muss ich kurz selber in den Kalender gucken. Ich glaube, am Samstag diese Woche... Ja, am Samstag diese Woche fahre ich nämlich in Urlaub und bin dann erstmal anderthalb Wochen nicht da. Das heißt, ich werde versuchen, diese Woche hoffentlich am Dienstag, hoffen, Alien Isolation weiterzuspielen und am Donnerstag eine neue Serie zu starten, wo ich mit dem Wöller zusammenspiele und wir uns ein Safe Game teilen. Das heißt, das ist so das, was bei mir diese Woche ansteht. Und dann bin ich erstmal für anderthalb Wochen weg. Das schreibe ich aber auch alles nochmal in Discord. Und werde dann natürlich die in der zweiten Woche, diese halbe Woche, die übrig bleibt vom Urlaub, versuchen zu nutzen, um ein bisschen Streams nachzuholen. Genau, das heißt, ihr müsst dann mal anderthalb Wochen Colonization-Entzug ausstehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass ihr das hinbekommt. Und jetzt mache ich mal den Raid an. Das hätte ich nämlich eigentlich schon mal tun können, während ich hier so viel rumquatsche. Habe ich mal wieder vor, Factorio zu spielen. Ich habe so vieles vor Almesh, wenn ich die Zeit hätte. Factorio ist auf jeden Fall ein Spiel, das werde ich bestimmt irgendwann mal wieder spielen. Ich kann dir nicht versprechen, wann, deshalb gebe ich dieses Versprechen nicht. Aber auf jeden Fall werde ich... Also, wo ich mir sicher bin, ich werde es irgendwann mal wieder spielen. Ich weiß nicht, wann irgendwann ist. So, und jetzt gehen wir zum Jack rüber. Für die von euch, die Jack noch nicht kennen, auch ein ganz lieber Streamer, macht heute Production Line. Wie baut man eigentlich so ein Auto? Er baut Autos... Lasst auf jeden Fall ein Follow da, seid lieb, sagt Hallo, die meisten kennen ihn bestimmt und wir sehen uns hoffentlich wieder am Dienstag. Bis dahin, einen guten Start in die Woche und tschüss. Fendig.